Ich finde das cool zum Wachwerden. Vielleicht mal so ein Video. Ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Ich freue mich auch über Feedback. Ansonsten starte einfach mal. Ich bin schon mega gespannt, was die dort alles erzählen. Yes. Ich bin ja auch so ein Hobby-Doktor, ne? Aber die mich ja jetzt schon länger kennen, die wissen das ja auch, dass ich gefühlt irgendwie auf alles irgendwie fast eine Antwort habe oder innerhalb von 24 Stunden zumindest eine Antwort finden kann. Oder Symptomatiken irgendwie. Ja. Wir sind immer die Lieblingspatienten von Ärzten. Ihr doch bestimmt auch, oder? Einen schönen guten Morgen, lieber Toxik. Mensch, schön, dass du da bist. Ich habe dich letztens vermisst. Ich habe an dich gedacht und habe dich total vermisst. Ja. Ihr hört das Video nicht, dann müssen wir nochmal neu starten. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Machen wir. Demnächst kann ich das auch nochmal anders machen mit den ganzen Audio-Einstellungen. Ich habe meine Gigabytes, also meine neue RAMs bestellt. Ich hoffe, dass die morgen kommen. Ah, alles gut. Ist halt zwar mega schade, aber du kommst ja hoffentlich wieder. Und ja, was ist denn bei dir auf der Arbeit los, Mensch? Das ist ja irgendwie gut, oder? Sonst hat man überall, dass überall, also bei vielen Mangel ist. Naja, gut, nee, falsch. Es ist nur Mangel an Personen, nicht Mangel an Arbeit. Das war mein Fehlinterpretation. Okay. Ja, tut mir leid. Muss er auch krank werden. Naja, gut, wir starten dann das Video jetzt nochmal von vorne für euch. Jo Leute, heute geht's ums Thema Gesundheit, ein sehr, sehr wichtiges. Was ich fahre, komme. Hemme, esse, gehe, penne, stehe. Ach so! Oh, das muss ich erstmal gerade. Ich fahre, komme. Was ist Hemme? Liebe dich! Kaffee und Mettbrötchen, wie geil! Ist da schon Salz und Pfeffer drauf? Oh, danke, Tobi. Ich fahre, komme. Hemme, esse. Ach so, hämmern! Hämmern, meinst du? Danke, Tobi. Wir dir auch. Gehe, penne, stehe auf und fahre wieder. Ja, hört sich echt nervig an, Toxic. Mach dich bitte nicht kaputt, lieber Toxic. Das wäre viel zu schade. Ach so. Ah, Helmerheim. Ah, ja, gut. Sorry, ist. Wichtiges Thema. Und dafür haben wir einen ganz wundervollen Gast, nämlich den Sebastian, der So, ist Haus. das Thema wollt ihr doch bestimmt auch wissen, oder? Das ist doch auch euer Thema hier. Zwar einmal nicht, also der Zucker natürlich, Gesundheit interessiert uns alle. Und natürlich, jetzt mal ernsthaft, wollen wir nicht alle wissen, warum der einmalige Orgasmus so gesund, einmal am Tag mindestens einen Orgasmus ha zu haben, auch mega gesund ist. Also ich habe mir das zwar schon gedacht, aber wollen wir doch wissen, oder? Hausarzt und Instadoc, da sitzt Hi. er. Und es geht darum, wie man die eigene Gesundheit langfristig erhalten kann oder beziehungsweise in kleinen Schritten verbessern kann. Genau, und außerdem erklärt er, warum ein Orgasmus pro Tag das Leben verlängert und so gesund ist. Ich freue mich drauf. Das wird gut. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris halb zwölf und Joyce Ilk. Mein Thema ist jetzt, dass meine Pa. Oh nein! Wie traurig! Warum hast du um diese Zeit verdammt nochmal eine Pause? Frühstückspause? Nein, kann doch nicht sein, oder? Och Gott. Ja, aber schön, dass du reingeschaut hast, Toxic.
Ich wünsche dir noch viel, viel Spaß auf der Arbeit. Und wir sehen uns bald wieder. Wir haben gerade schon rausgefunden, dass Chris Sebastians Lieblings. Louis, dein Thema ist auf die Arbeit gehen. Crazy, Mensch. Ja, so ist das. Und du bist schon seit 2 Uhr morgens, ach, du hast sowas wie, nee, was ist denn das da? Mega Frühschicht, weil der Nachtschicht ist das ja dann auch nicht mehr, oder? Ich sehe gerade hier, mein Deckel ist noch halb da. Ach, krass. Puh, okay. Ja, lieber Toxic. Viel Spaß auf der Arbeit, ja. Sorry. Ich freue mich, wenn wir uns später vielleicht nochmal sehen. Und falls. Lieblingspatient wäre, weil Ja, Chris Hobbydoktor ist. genau. Auf jeden Fall. Ich habe mir auch immer gut informiert und da hast du gesagt, ja, das sind die liebsten Patienten, ne? Ja, ist perfekt. Wenn du schon reinkommst mit so einer Liste und sagst so, also das möchte ich gerne einmal abgeklärt haben, das ist hammergeil. Ja, dann lieber so jemand wie Joyce, der gar keine Ahnung hat. Oh. Oder was? Nee, jetzt mal ernsthaft. Nee, ich glaube, also es kommt ganz drauf an. Ich finde beides cool. Also. Ey, ich habe Ahnung, was jetzt tut ihr beides so, Nein, nein, nein. Ja, Sebastian, also ich weiß ja noch nichts nach dem Podcast bestimmt total viel über deine Gesundheit, aber so zum Anfang, keine Ahnung. Also das werden wir gleich herausfinden. Aber beides ist cool, weil, also Hauptsache, es kommt jemand zu mir, weißt du? Weil wenn du irgendwie einen Leidensdruck hast oder auch was für deine Gesundheit tun willst, so, dann bin ich doch der perfekte Ansprechpartner oder freue ich mich, wenn jemand sagt, hey, ich gehe zum Hausarzt und hol mir Hilfe, ne? Genauso wie auf Instagram oder auch Google, Dr. Google, das wird immer so verteufelt, aber ich sage mal so, also besser überhaupt informieren als irgendwie. Was ist Dr. Google? Ist Dr. Google wirklich ein Arzt oder ist das nur eine Plattform auf Google? Er meint doch nur die Plattform Google, oder? Jetzt macht er mich doch fertig. Ich hatte das mal gehört, das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Irgendwie gar nichts zu Vor allem machen. ist es ja auch eine Art von Eigenverantwortung, ne? Voll. Eigenverantwortlich zu googeln und zu gucken, ey, was könnte ich haben? Und dann natürlich sich darüber bewusst zu sein, dass nicht alles direkt Er stimmt, meint nur Google. Okay, beziehungsweise danke. dass du nicht direkt todkrank bist, wenn du einen Pickel an der Backe hast. Total. Aber du musst ja auch nicht zwingend googeln. Also deswegen, von wegen überhaupt keine Ahnung, was natürlich nicht glaube, Joyce. Aber Hauptsache, du reagierst halt, ne? Also es gibt auch ganz viele Personen, die kommen dann zu mir in die Praxis, wo es dann einfach schon, also zu spät ist im Sinne von, die haben dann schon irgendeine Erkrankung und die haben dann gesagt, ach, ich habe es schon seit so und so vielen Jahren, aber habe immer gedacht, ist jetzt schon okay und im Alltagsstress geht es dann irgendwie unter. Und das ist so, finde ich, was dann so schlimm ist, wenn du Ja, einfach viele haben, Leute. glaube ich, auch Angst vor der Diagnose, was Voll. es sein könnte und gehen deswegen gar. Also kenne ich Ja. auch so ein paar Leute, die dann lieber gar nicht zum Arzt gehen, was ja Ja. nicht hilft. Ja, so also Kopf in den Sand stecken, ne? Sand. Also ich muss sagen, ich bin doch jemand, der eher versucht zum Arzt zu gehen. Ne? Aber muss man nicht für jede Kleinigkeit zum Arzt gehen, jetzt mal ernsthaft. Also wenn ich hier manchmal Schnupfen und sonstiges höre und dann, oh mein Gott, ich bin so todkrank. Hey, sorry, ich weiß, Männerschnupfen ist tödlich. Geht dann lieber zum Arzt. Tun andere leider nicht, die tatsächlich dann schlimm Husten haben. Dr. Google, seine Symptome gründen und sich bei einem grippalen Infekt sich Krebs im Endstadium direkt. Oh, okay. Ich muss sagen, das habe ich tatsächlich schon oft gehört, dass Leute sowas machen. Also nicht das Googlen. Ja, ich google auch unglaublich viel, aber ich google meistens Sachen, die ich eh habe. Aber dass man dann was im Endstadium holt, das ist schon crazy. Fußballi, auch wieder da. Hallöchen. Auch hat dein Thema hier, oder? Weiß ja nicht. Ich sehe gerade, dass mein USB hier im Mikrofon mal voll hier die Computer öffnet. ja, ist das Problem, wenn das so ein bisschen lauter ist. Mal kurz gucken, mal kurz einen Filter drauflegen. Wir müssen gleich mal sagen, ob das besser ist oder schlechter. So, ist das jetzt besser? Ach ja, hat keine Rauschunterdrückung. Super perfekt. Ich habe die Rauschunterdrückung nicht reingemacht, Leute.
Ich hoffe, jetzt hört ihr nicht mehr das Rauschen bzw. die Ventilatoren meines Computers. Hi, Dogbuggers! Na, du mein lieber Nils, wie ist es dir? Bist du schon wieder unterwegs? Mein Gott, ihr kommt heute alle zu dem passenden Thema, ne? Also das scheint euer Thema zu sein, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich da etwas gefunden habe, was euch alle sehr interessiert. Gesundheit ist wichtig, ja, und sollte auch ernst genommen werden. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten das jetzt weiter anhören, oder? Cooper, was bist du eigentlich im realen Leben, vom Beruf her? Das würde mich noch interessieren. Deinen Kopf hast du da eben gesagt. Ja. War aber falsch rum, oder? Ja. Gut, also worum geht's denn heute in dem Podcast? Ja, das hast du da. Du, Cooper, Korazim, was machst du beruflich eigentlich so außerhalb RP? Eben noch so schön erklärt, den roten Faden. Ja, nee, ich habe das Endziel, habe ich gesagt, aber das will ich ja jetzt nicht vorwegnehmen. Ja, ein bisschen ist es ja auch so, Schulmedizin versus Alternativmedizin oder wo ist der optimale Weg? Oder gibt es da überhaupt ein Versus? Ne? Genau, gibt es da ein Versus oder wie ist der optimale Weg? Wie siehst du so die Eigenverantwortung des Patienten in dem ganzen Kosmos? Ja, cool. Also jetzt, wenn du Urlaub hast, müssen wir mal wieder zocken, finde ich. Ja, nice. Und du warst mal Kraftfahrer, ja, der Nils hier, der Top, kostet es auch... ist auch theoretisch. Ja, welchen Weg gehst du selber oder würdest du selber gehen, wenn du jetzt was Größeres hättest? Ja. Also ich finde geil, wenn wir als Leitfaden versuchen, dass wir irgendwie es schaffen, in diesem Podcast, den wir jetzt aufnehmen, so irgendwie so einen Leitfaden für Leute an die Hand zu geben oder einfach irgendwie Mut zu machen zu einer besseren Gesundheit, so trotz des ganzen Alltagsstress, weil klar, wir gehen gleich auf jeden Fall. Nils, wie du hast kein Computer mehr. Was ist los bei dir? Leute, wir müssen Spenden sammeln, denn Nils hat kein Computer mehr. What? Und Korazim, warum bist du nicht mehr in der Rettung tätig? Auf jeden Fall gerne nochmal auf Schulmedizin versus Alternativmedizin ein, aber da fängt es ja. Also, ich glaube, das hier wird gut, wenn die jetzt einen Leitfaden dafür geben. Was man so machen soll. Also ich tatsächlich, ich lebe ja ziemlich gesund. Ich versuche es zumindest. Auch nicht zu 100%. Will ich auch gar nicht, muss ich gestehen. Sterben tue ich sowieso. Aber ich denke, können viele Leute hier vielleicht auch was mitnehmen dann. Ne? Das ist doch nicht so einfach mit der Gesundheit. Ja, Tobi, dann musst du das wohl ändern. Das war nicht schlimm, Tobi. Warum hast du alles verkauft jetzt? Warum verkauft man seinen Computer, Leute? Das ist doch jetzt mal etwas, was ich nicht verstehe. Die Rettungssanitäter rausschmeißen und die KTBs mit Notsanitätern besetzen, die dann alle kündigen. Hey, das verstehe ich nicht. Das macht natürlich keinen Sinn, das ist recht. Vielleicht bist du am falschen Ort. Wo warst du? Warst du bei Johannit? Ja, schon an, weil wenn ich mir so meinen Praxisalltag anschaue, ich habe halt, keine Ahnung, 90% mindestens Kassenpatienten und da hast du halt echt wenig Zeit, aber die Menschen haben auch wenig Zeit. Ne? Das sind dann so im Alltagsstress, dann hast du irgendwie Familie. Hier, auch Nils und so, ne? Die Menschen haben dann zu wenig Zeit und Alltagsstress. Nils, das geht auch für dich. Du hast auch immer viel zu viel Stress, mein Lieber. Und bestimmt viele anderen von euch auch. Ja, da musst du dich noch irgendwie um die Eltern kümmern oder um die Großeltern. Und dann auf die eigene Gesundheit zu achten. Ihr wisst, ich habe euch mega lieb, ne? Das kriegt gefühlt keiner mehr hin und dann rede ich mir über den Mund fusselig in dieser kurzen Zeit und sage so, hey, jetzt können wir schon anfangen. Es gibt ja zum Glück diesen zum Beispiel Gesundheitscheck, der von der Krankenkasse irgendwie angeboten wird, wo bestimmt ein paar Sachen nicht drin sind, wo ich mir aber die Zeit dann einfach nehmen kann über gewisse... Ja, aber Gesundheitscheck, ne, ist auch bei jedem Arzt anders. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber really, ich war ja jahrelang bei einem Arzt und erst als ich den Arzt gewechselt habe, weil der andere mit mir nichts mehr zu tun haben wollte, weil ich eine Lösung wollte, wurde erst bei mir etwas diagnostiziert, was ich anscheinend schon seit Jahren habe. Crazy, oder? So viel zu den Hausärzten, die ja so viel machen. Ich bin doch sehr frustriert darüber, wie schade, wie krass das ist.
Stress. Es gibt ja zwei unterschiedlichen Stress. Es gibt ja positiven und negativen Stress. Und wenn du die ganze Zeit nichts für dich tust, sondern die ganze Zeit nur unterwegs, ist es nicht sehr gesund für dich. Nee, vielleicht mal Haushalt machen oder so. Ich glaube, der Tobi braucht ein Abo, Leute. Wir müssen den Tobi gleich nochmal ein Abo kaufen. Ich glaube, du brauchst mal wieder ein Hobby oder so. Du brauchst etwas, womit du dich beschäftigen kannst. Dein Leben genießen. Dein Leben genießen ist doch so schön, oder? I love it. Sachen zu sprechen, sowas wie über, hey, fang doch mal an, über deine Ernährung nachzudenken, weil das geht mal schnell. Ne? Hab mal 5 Minuten, was machst du, du fährst zu McDonald's, darf ich das hier sagen, McDonald's? Naja. Nee, ja. King, wie auch du immer. Machst ja keine Werbung dafür. Nein, auf gar keinen Fall, nicht zu McDonald's. Ja. Nein, aber deswegen sage ich halt, du hast halt keine Zeit dafür, um dir irgendwie selber ein bisschen Essen zu kochen. Herzlichen Glückwunsch! Und wie ist es? Wahrscheinlich anstrengend, wenn du nichts zu tun hast, oder? Oder um Sport zu machen. Und dann denke ich mir so, ey, das ist doch das Wichtigste, was du hast, deine Gesundheit. So. Das wollte ich nämlich sagen, weil man geht ja eigentlich... Das Wichtigste. Also, eigentlich euer Leben. Aber zu eurem Leben gehört eure Gesundheit. Und wenn eure Gesundheit nicht mehr da ist, könnt ihr nicht mehr leben. Zumindest nicht mehr gut. Das echte Leben draußen genießen, dann freue ich mich, dass ich für dich das echte Leben bin. Aber ich finde es trotzdem sehr schade, weil ich persönlich muss sagen, ich finde ist super toll, im Internet ganz viele andere Menschen kennenzulernen. Was ist hier bei mir zum Beispiel sehr schwierig. Ich habe hier sehr viele Leute, mit denen das einfach nicht funktioniert. Man kann ist doch auch echte Welt. Du bist echt, oder? Cooper ist echt, Tobi ist echt. Ihr seid auch alle echt, oder? Also klar, wir sehen uns nicht, aber... Krass. Ja, herzlichen Glückwunsch. Finde ich echt gut. Nils, ich bin stolz auf dich. Ich bin auf jeden Fall stolz auf dich, dass du es auf jeden Fall schon mal angefangen hast. Erst zum Arzt, wenn man schon was hat. Was kann man vorbeugend für die Gesundheit tun, dass man gar nicht zum Arzt gehen muss, außer für Vorsorgen halt? Ne? Weil ich freue mich immer, wenn ich über einen langen Zeitraum weiß, schön, dass ich halt höchstens für... Schön, dass du dann hier gelandet bist, lieber Nils. Freut mich wirklich sehr. Ich habe so selten mit dir zu tun. Eigentlich irgendwie, seit wir nicht mehr RP zusammenspielen. Schon echt mega schade. Ja. Konnte ich gut leiden. Also ich kann nicht leiden, bist ja nicht viel. Ja. Vorsorgen beim Arzt war und gar nicht, weil ich akut was hatte. Dann denke ich mal, jetzt habe ich wirklich irgendwie 2 Jahre lang was richtig gemacht, scheinbar. Voll. Also klar, es gibt ja diese Vorsorgeuntersuchungen, die du hast. Ne? Chris wird da jetzt reinhauen und wird sagen, ey, das ist doch viel zu wenig. Also das reicht doch hin und vorne nicht. Aber das ist ja erstmal schon mal gut, dass du sowas wie Hautkrebsvorsorge machen kannst, dass du diesen Gesundheitscheck hast, der ja ab 35 alle 3 Jahre angeboten wird, der einmalig vor 35 angeboten wird. Und unabhängig davon, wenn du dich auch mal schlecht fühlst, kannst du ja trotzdem immer kommen. Und dann können wir immer alles kontrollieren. Ja, das ist ein Mythos. Und wenn du dich nur schlecht fühlst oder müde bist die letzten paar Wochen, geh zum Arzt und lass es einmal abklären. Und wenn du einen vernünftigen Arzt hast... Habt ihr gehört, wenn ihr euch müde fühlt, solltet ihr zum Arzt gehen. Ich muss da gerade lachen, weil ich stelle mir das gerade so vor, ja, dass so viele Leute, die einfach überarbeitet sind, jetzt really, ja, so übermüdet sind, alle jetzt zum Arzt rennen und die schon viel zu tun haben und das dann noch alles zu diagnostizieren, richtig crazy, wäre aber natürlich schon cool, weil die Leute müssen einfach mal weniger arbeiten und wieder mehr ins echte Leben zurück, wieder, Nils sagt, eigentlich ins echte Leben, dieses 24/7 arbeiten ist nicht das echte Leben. Und mit Menschen zusammen zu sein, was für das Leben zu tun, sich zu fühlen, zu spüren und zu machen, was man gern macht, so wie ich jetzt hier mit euch, das ist Leben. So Blödsinn, für was? Für Leben oder für Arzt? Und Nils, ich weiß, gerade du bist mit einer der Menschen, der, glaube ich, doch mal dringend immer mal zum Arzt gehen sollte. Und ich würde es toll finden, wenn du das tun würdest. Aber das musst du natürlich selbst wissen. Ne? Da nimmt er dich auch ernst. Also auch das ist in der Schulmedizin so. Ne? Jetzt mal, wenn wir schon über Schulmedizin sprechen. Aber klar, du hast recht, Vorbeugung ist wichtig.
Und wir müssen uns aber auch klar sein, dass wir irgendwie, also wir haben so eine Lebenslinie und die ist einfach da. Das heißt, über kurz oder lang werden wir mal krank. So, unser Körper ist nicht für unendlich gedacht. Und ich finde es so schön, ein Kollege von mir hat das mal so beschrieben mit so einem Rennen. Hey, wir sind nicht für unendlich gedacht. Endlich mal jemand, der es sagt, wenn ich, sorry Leute, wenn ich das jetzt so sage, aber ich hasse diesen Grundsatz, wir müssen jeden am Leben erhalten. Ich finde das so unethisch. Es ist ethisch, dass wir auch mal sterben lassen. Würde ich gerne dafür abruptiv hassen. Ihr könnt sonstiges, aber das gehört immer dazu. Und das, was ich oder das, was wir in Krankenhäusern, was hier teilweise passiert, finde ich unmenschlich. Dass Menschen selten gegangen werden lassen. Kann das so sagen? Das heißt so, ne? Wagen, der irgendwie, du fährst diese Strecke so oder so und die Frage ist halt, wie schnell du diese Strecke fährst und wie gut du diese Strecke fährst. Mhm. Das ist, finde ich, das, was du da, also was man sich daraus so denken sollte, was kann ich selbst dafür tun, dass diese Strecke erstens so lang wie möglich wird? Moment, das, aber, das, ja, das stimmt, Tobi. Also der Körper muss mitmachen, wobei es auch viele Arbeiten gibt, die einfach für vielleicht den Körper nicht gedacht sind, weil du eigentlich noch was dazu machen musst, weil heutzutage unser Körper, was der alles für Arbeiten leisten muss, also ob es jetzt stundenlanges Sitzen ist oder so, du musst im Grunde immer Sport machen, damit dein Körper, was auch immer du für Arbeit hast, selbst die sitzende Arbeit auf Dauer machen kann, ohne einen Schaden zu bekommen. Und lieber Khorasim, ich spreche tatsächlich auch von Sachen, ich werde jetzt bestimmt gleich voll den Hate abkriegen, ist mir total egal. Ich bin ein Mensch, der tot ist, bedeutet tot bleiben und nicht wiederbelebt werden. Das ist tatsächlich etwas. Ich stehe für, oder ja, ich bin der Meinung, alles, was lebensverlängernd ist, sollte man unterlassen. Was die Lebensqualität verbessert, bin ich dafür. Ja, weil es hat Gründe, warum wir in der Notsituation, die wir haben, das Lebensmittel bei uns in Deutschland theoretisch seit ab März theoretisch nicht mehr natürlich hergestellt sind, sondern alles nur noch Sachen sind, die wir von woanders haben oder so, dass unsere Ressourcen kaputt gehen, dass wir überbevölkert sind, sonstiges hat Gründe dafür und auch die ganzen komischen Krankheiten, die immer wieder kommen werden, wobei die halt auch zur Natur gehören. Aber ich bin einfach krass der Meinung, und das vertrete ich, alles, was lebensverlängert ist, und dazu gehört auch das Wiederbeleben, sollte unterbunden werden. Das ist nicht richtig. So. Das ist meine Meinung. Ich weiß, das sieht nicht jeder so. Ja, ich habe auch schon viele Leute gesehen, wo ich dachte, boah, schade. Ne? Also auch bei mir steht in meinen Papieren drin, keine Wiederbelebung, kein dies, kein das. Das will ich alles nicht. Ja, und ja, ich finde das eine schreckliche Sache teilweise, ja. Nicht bei kleinen Wehwehchen, ja, die Frage ist ja immer, lieber Nils, was sind kleine Wehwehchen, ne? Man muss jetzt immer bedenken, wenn kleine Wehwehchen lange anhalten, ist es ja vielleicht auch schon was Schwerwiegendes, ne? Also, kleine Wehwehchen alleine, nur weil ich mich am Finger schneide oder so, verrückt. Es gibt ja jetzt irgendwie jetzt auch die Erlaubnis, dass, oder die Pflicht, dass Notärzte auch bei keinem Notfall die Leute jetzt annehmen müssen. Was ich tatsächlich schrecklich finde, weil die haben eh schon genug zu tun. Ganz ehrlich, Cooper, auch das, sorry, ich weiß, dafür werde ich gehasst. Wer tot ist, hat tot zu bleiben. Ob Kinder, egal welches Alter. Ja, ihr denkt, es ist alles für euch so schlimm, so tragisch. Und ja, es ist unglaublich traurig, wenn Kinder oder sonstiges sterben. Aber mal ganz ehrlich, Leute, Tod gehört dazu. Und es gehört auch dazu, dass wir die Verantwortung für das Leben nehmen. Verantwortung für die anderen, sowie die Verantwortung für uns selbst und nicht einfach, weiß ich nicht, wodurch ist denn die Person dann gestorben? Warum gab es diesen Autounfall?
Wer davon hat den Fehler gemacht? Wer war da? Oder vielleicht war die alte Person, ne? Ein Autounfall passiert ja nicht einfach so, das ist ja immer aus einem Fehler heraus. So. Oder ja, bei ihm was nicht beachtet wurde oder so. Und ich, wie gesagt, ihr könnt mich dafür haten, ihr könnt mich dafür hassen, ihr könnt, keine Ahnung, es ist meine persönliche Meinung. Wer tot ist, sollte tot bleiben. Egal welches Alter, das ist die Natur. Ja. Und wir sollten meiner Meinung nach mehr wieder zur Natur zurückkommen, um insgesamt gesünder leben zu können. Und auch dieses Thema Tod, ja, oder auch schwerwiegende Krankheiten und so, das sollte einfach wieder näher an den Menschen gebracht werden. Früher sind die Menschen neben einem gestorben. Ja, und das war einfach so, dass man wusste, dass das dazugehört. Das ist nie leicht. Nie, wenn man einen Menschen verliert, den man gern hat, ja. Das ist auch egal, wie alt dieser Mensch ist, weil Herzsachen tun weh. Aber die Natürlichkeit des Todes ist einfach heutzutage verloren gegangen. Und das ist traurig. Ja? Es ist immer alles so, wird wie die größte Weltkatastrophe gesehen. Dabei, dieser Mensch, dem geht es doch gut danach. Ja, der leidet ja nicht. Er leidet manchmal viel mehr, wenn wir ihn wiederholen. Ja, die Schmerzen, die er nicht hatte, die er plötzlich dann hat, wenn er wiedergeholt wird und so. Oder Einschränkungen, Lebensqualität, die plötzlich fehlt, die, ne? Also für mich sind da ganz viele Sachen, die für mich dann halt, wie gesagt, einfach nicht passen. Aber es ist halt meine Meinung, nicht eure Meinung. Ja. Ja, lieber Nils, jeglicher Art, wenn ein Mensch tot, ist er meiner Meinung nach tot. Und wie gesagt, auch für mich, wie gesagt, ich habe das auf meinem Papier steht, ich möchte das nicht. No Reanimation für mich, sonstiges, weil ich das so. Ja. Das alles, was qualitativ das Leben verbessert, bin ich absolut dafür. Aber alles, was das Leben verlängert, bin ich tatsächlich dagegen. Wir müssen meiner Meinung nach irgendwo einen Abstrich machen. Wir können so nicht machen. Für mich ist es halt, wie gesagt, unnatürlich und unethisch. Das, was wir hier immer als Ethik lernen, finde ich, ja, ich weiß nicht, warum man darauf kommt. Das ist, glaube ich, irgendjemand hat irgendwann mal gesagt, hey, wir müssen jeden Menschen wiederbeleben, weil die Person, die ich verliere, das tut mir weh. Also aus egoistischen heraus wurde das, glaube ich, mal gemacht. Ja, es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, boah, ich möchte noch nicht sterben, ne? Gerade junge Menschen, hey, wer will das, ne? Aber es gehört dazu. Und ich persönlich glaube aber auch, dass jemand, der stirbt, anders wiederbelebt wird, also anders weiterlebt. Ja? Diese Energie ist ja nicht weg. Wir bestehen alle aus Energie und diese Energie ist da, sie ist in der Welt. Und diese Person kommt irgendwie wieder. Ja. Aber vielleicht ist das, wo wir sie gerade hatten, einfach für sie schon zu Ende. Wir sollen was daraus lernen aus dieser Person oder sie hat uns was beigebracht oder diese Person hat einfach das Richtige gelernt und darf jetzt weiter. Ich finde, das Ende eines Menschen ist keine Strafe, weder für den Menschen selbst noch für die anderen Menschen. Es ist ein Schritt ins Nächste. Auch wenn ich vielleicht nicht weiß, was das Nächste für diese Person ist. Aber das ist mein Glaube. Das ist das, woran ich glaube. Das ist nicht zu Ende. Ja. Ja. Aber wie gesagt, yes, da bin ich vielleicht hart. Aber ich weiß, ich werde ja auch sterben. Yes. Ja, bist du ein Hindu? I don't know. Ich weiß nicht, wozu das zählt, was ich denke. Es ist einfach meine Einstellung, die man jetzt tatsächlich.
Ich habe mich noch nicht mit allen Religionen befasst. Eigentlich. Aber ja, also das mit den Maschinen ist halt auch immer so eine Sache. Klingt doll nach Hindu? Okay, dann bin ich wohl ein Hindu. Aber ich bin halt auch kein Schubladenmensch. Ich glaube, das hast du schon gemerkt. Ich bin kein Schubladenmensch, sondern ich bin einfach ich. Und hey, du bist du. Und ich finde auch jeden Menschen einzeln wichtig. Ich finde, jeder Mensch hat das beste Leben verdient, was er leben kann, ohne dass man ihm dabei wehtut oder so, ja. Aber natürlich sollte die Person dann auch kein wehtun, das ist natürlich geben und nehmen. Yes. Ein Hindu, ich bin halt... Wird aber auch so schön wie möglich. Mhm. Und das ist genau das, was, warum wir das ja auch hier machen, weil da können wir echt ansetzen. Und das ist sowas wie, tut was für eure Gesundheit im Sinne von, tut was... Bewegt euch, ja. Bewegung ist so, so wichtig. Und die Leute, wir haben alle irgendwie Schreibtischjobs irgendwie heutzutage, machen irgendwie 5 Schritte. Auch diese 10.000 Schritte, das ist super, das zu machen. Ist das zu wenig? Ja, weil einfach, also weil das reicht nicht aus, um dein zum Beispiel ein Herz-Kreislauf-System mal richtig in Wallung zu bringen. Wenn du lahme 10.000 Schritte gehst, dann freut sich dein Herz zwar im Vergleich zu gar nichts zu machen, aber so ein richtiger Trainingseffekt, den hast du nicht. Ja? Mhm. Das nützt dir immer noch nichts, wenn du 10.000 Schritte gehst, haust dir aber abends auf dem Grill 5 Bratwürstchen und fährst vorher mittags bei Mc's. Jetzt habe ich schon wieder McDonald's, ich habe keine Inspiration. Also Leute, ihr wisst, es sind nicht die 10.000 Schritte, aber ich glaube, ihr wisst alle, worauf wir hinaus sind. Es geht einfach um diese auch Natürlichkeit des Menschen. Ne? Normalerweise sitzen wir nicht die ganze Zeit, vor allem die Männer sind Jäger, die gehen raus in die Wildnis und die jagen und so was. Sorgen für unser Überleben. Die Frauen, die sind tatsächlich, glaube ich, eher die, die ja dadurch, dass sie mehr zu Hause sind, gerade wenn es dann Kinder gibt, ne, die natürlich ja auch dann weniger Bewegung haben oder sonst halt Bären und sowas sammeln gehen. Aber diese Unnatürlichkeit. Aber wie sollen wir das auch machen? Ne? Ich stelle mir das richtig cool, weil ich nehme einfach meinen Schreibtisch mit und halte mich mit euch. Funktioniert hier überhaupt nicht. Ne? Aber jetzt. Yes. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja, Fastfood ohne Ende. Mhm. Das ist so der Punkt, was ich... Also im Prinzip sind doch so, was ich jetzt auf dem Schirm habe, die wichtigsten Bausteine, um die Gesundheit langfristig zu erhalten, Ernährung, eben wie du sagst, Sport und halt auch Psyche, ne? Voll, genau. Und Schlaf, ne? Ja. Ja, Schlaf stimmt ja auch noch, ja. Genau. Also das sind, also kannst du eigentlich dir das so anschauen, dass du sagst, okay, wir haben... Ernährung ist ein super wichtiger Punkt, weil durch die Ernährung quasi kriegen wir überhaupt Energie, kriegen wir Leistung, das mal mehr, mal weniger, klar, aber das ist dieser Spruch, du bist, was du isst, stimmt einfach. Mhm. Also das ist nicht schlimm, wenn du mal eine Currywurst isst oder sowas, das ist, sei jedem gegönnt, aber so der Grundsatz muss halt stimmen. Mhm. Und da selbst mit der, wo jetzt der, sagen wir, normal deutsche Bürger sagen würde, hey, das ist irgendwie meine Ernährung, das reicht hinten und vorne nicht. Ne? Eigentlich von Nährstoffen und so, die aufnehmen. Genau, von Nährstoffen nicht, ne? Einfach. Ne? Weil dann hörst du, ja, ich esse ja auch Salat und wenn du dich dann mal zu Hause angucken würdest, da ist dann irgendwie mal ein Salatblatt dabei oder irgendwie 2 Paprikascheiben mhm. geschnitten. Das ist eigentlich so, sollte das so unsere Hauptnahrung sein. Mhm. So was wie Nüsse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte. Ja, wir haben viele italienische Patienten und Patientinnen und Patienten. Und wenn du mit denen dann darüber sprichst, so, hey, guck doch mal Vollkornnudeln im Vergleich zu normalen Nudeln, die lynchen. Aber das ist es halt, ne? Also, das ist einfach, der Körper hat. Vollkornnudeln, also ich esse ja schon mal Vollkornnudeln, aber die anderen schmecken doch so viel besser. Und auch da, also, ne, ich esse auch keinen braunen Reis, ich esse auch weißen Reis. Also, man muss ja immer gucken. Ja. Ich verstehe die Italiener. Mehr Zeit, das zu verwerten, das ist viel gesünder. Das Weitere, was du gesagt hast, ist dann, also wir hatten ja Ernährung, Sport ist super wichtig. Mhm. Du musst keinen Marathon laufen oder du musst halt nicht irgendwie ins Fitnessstudio gehen, aber du musst was haben, wo du einfach so ein bisschen dich bewegst, so ein bisschen trainiert wirst. So. Das ist einfach gut. Ne? Schlaf, auch ein wichtiges Thema. Wenn du, aber das bedingt das andere auch schon wieder. Wenn du auf deine Psyche nicht aufpasst, dann schläfst dann du schlecht. Dann kommst du gar nicht in den Schlaf rein. Genau, wenn du super schlecht abends gegessen hast, dann schläfst du auch nicht. Mhm. Ne? Also deswegen, das hängt alles mit allem zusammen. Voll, voll. Ja. Ne? Das muss man einfach sehen. Also wie seht ihr das denn bei euch? Also wo habt ihr so, wo ihr sagen würdet, okay, das läuft richtig gut,
So, habt ihr so Bausteine, dass ihr sagt, ey, ich versuche in jedem Bereich das zu machen? Oder ist es einfach wirklich auch so bei euch, dass ihr sagt, ich gucke halt, wie es funktioniert irgendwie? Ja, also ich bin schon relativ optimiert. Also ich habe mich schon. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der optimierter ist als Chris. Sehr viel damit befasst, genau. Also bis vor Corona war das, also gut, bewegen könnte ich mich noch mehr, ich könnte noch mehr Sport machen, das schon. Mhm. Aber ansonsten so von der Ernährung und so achte ich schon drauf, Schlaf kriege ich genug, auf meine Psyche achte ich, also ich habe nicht viel Stress. Und also dazu will ich was sagen, egal was ich anfasse, Chris hat irgendein Argument, was ist falsch, also was daran falsch ist. Es geht nicht um Ernährung, die bei mir auch ein bisschen schwieriger ist, aber es geht um, sei es der Wasserkocher, der, da darf kein Plastik drin sein oder so. Also wenn es jemanden gibt, der auf alles achtet, dann ist es der Chris. Also da bist du an der richtigen Stelle, ja, da wird nichts vernachlässigt. Aber das macht auch manchmal Druck, ne? Weil ja, wir beide werden dann voll oft kritisiert. Ja, wenn du deine Energy-Scheiße da trinkst und so. Ne? Aber darum geht es ja gar nicht, das wollte ich ja gerade nicht sagen. Es geht ja um so Sachen, so wir haben jetzt das Schneidebrett gewechselt, weil es war vorher aufs Plastik. Erzähl mal, was du mit deiner Pfanne gemacht hast. Die Pfanne war 3 Tage lang im Ofen, weil, ja, erzähl was. Ja, dazu. Nee. Ja, mit diesem Teflon-Kram. Teflon-Pfannen sind ja auch scheiße, weil die Scheiße dann irgendwie mitfrisst. So, und deswegen habe ich eine Gusspfanne gekauft. Und die war 3 Tage lang im Ofen. Ja, die habe ich nicht richtig. Was macht eine Pfanne im Ofen? Ja, die muss da, damit die halt so beschichtet ist, dass die nicht haftet, musste da irgendwas machen. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Ich meine, da fängt es an und es geht einfach weiter. Ja, genau. Das ist ja schon crazy, ne? Aber das ist genau das, was man ja auch oft hört, ne? Man soll. Aber eigentlich, Leute, ist das Leben. Was hat das mit Spaß zu tun, wenn ich mir das so vorstelle? Ja, ich achte ja auch auf meine Gesundheit und ich tue auch gerne viel für meine Gesundheit. Aber hey, also so, wenn man Spaß daran hat, okay, aber mir wäre das auch zu viel. Würde ich nicht machen. No. Ich finde das spannend. Warum? Also, du bist ja schon mega durchorganisiert, so wie ihr das so beschreibt, aber warum machst du das? Weil du einfach, hast du auch Angst davor, dass du irgendwie krank bist oder einfach, weil du sagst, es macht mir eigentlich Spaß, so das zu optimieren. Also es ist kein großer Aufwand und es ist ja auch so, ist ja nicht so, dass ich BAMs irgendwann entschieden habe, so jetzt mache ich alles 100% richtig, wobei das gibt es ja eh nicht so. Es war ja so ein Prozess, angefangen, mich damit zu befassen. Und angefangen hat es mit Superfoods für einen Smoothie. So, das war das, was mich dann so da reingebracht hat. Und was dir ja auch richtig Spaß macht, ist das auch anderen beizubringen. Da möchte ich mal zu dem Thema Superfoods was sagen. Superfoods sind nicht unbedingt gut. Also es gibt Superfoods, sagen wir zum Beispiel, bestes Beispiel ist Chiasamen. Immer soll man Chiasamen zu sich nehmen. Ich sage euch was, Chiasamen. Wenn du mehr als 25 Gramm Chiasamen nimmst, ist es tatsächlich ungesund und gefährlich für deinen Körper und du vergiftest. Ja, so viel zu einem Superfood. Diese 25 Gramm, die du aber pro Tag essen darfst, ohne deinen Körper zu vergiften, bringen dir absolut überhaupt nichts. Also kannst du diese Kost für Chiasamen also einfach sein lassen. Ja, früher habe ich auch gesagt, oh, Chiasamen soll voll toll sein. Zum Beispiel, ne? Gibt es auch noch mit vielen anderen Produkten. Können wir auch gerne mal drüber reden, wenn ihr Bock drauf habt. Aber es gibt sehr, sehr viele Superfoods, die überhaupt nicht Superfoods sind, weil sie in der Menge überhaupt nicht das bringen, was sie bringen sollten. Und eher, wenn sie dann in der Menge genommen werden würden, wie sie genommen werden sollten, tatsächlich nachgewiesen, den Körper vergiften. Daher bitte ich euch da immer sehr drauf aufzupassen. Ist manchmal sehr viel Schmu dabei. Yes. Ja, so viel dazu. Bitte, bitte. Bringen. Ja. Wie dem Marc und mir zum Beispiel. Ja, was? Ja, ja, aber das ist doch, das ist ja das Geile, weißt du. Ich sehe auch die Verantwortung nicht nur bei mir als Arzt, sondern auch Menschen, die halt in der Öffentlichkeit sind. Ne? Deswegen finde ich es mega geil, dass wir das Thema gerade besprechen. Und du könntest da wahrscheinlich 10 Folgen drüber reden, weil ich habe gerade so im Kopf gedacht, so, ja, weil wir es ja nicht vorgeskriptet haben. Unterthema. Also, okay, wow, wir haben diese 5 Bausteine. Da kannst du über jedes Thema irgendwie eine Stunde drüber reden. Wie packst du das zusammen? Aber das ist eigentlich genau das Geile, weil es gibt ja ganz, ganz viele Influencer. Und wir haben ja, ich habe auch Influencer im Freundeskreis. Und ich finde, die machen das auch schon ganz gut so mit dem, was gebe ich mit und was gebe ich nicht mit. Weil ich finde, so jeder hat eine Verantwortung, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, was lebe ich den Menschen vor. Weil wir sind ja irgendwie alle Vorbilder. Und deswegen finde ich das mega geil.
Ich finde es aber auch umgekehrt genauso geil, wenn man auch mal zeigt, dass man verletzlich ist. Also, dass mal auch was nicht so gut klar, war. Und das ist ja auch okay, guck mal, sich mal scheiße zu ernähren, wenn man es bewusst macht, genau. Ist ja auch voll in Ordnung, weil es nützt ja auch nichts, dich auf der körperlichen Ebene so zu geißeln, dass du sagst, ich habe jetzt voll Bock auf den dreckigen Burger von Mc's. Ja. So, und dann kostet dich das aber mental voll den Stress. So. Voll. Deswegen, eigentlich, es geht um, wie in allem im Leben, um bewusste Entscheidungen. So. Und dann nicht aus einer Sucht heraus, weil ich halt süchtig bin nach Schokolade, fresse ich die ganze Zeit, sondern ich habe jetzt Bock drauf, ich gönne mir was. Ja. Und dann ist es aber auch okay. Und dann findet der Körper auch, genau wie du eben sagst, glaube ich, findet dann auch die Balance. Voll. Also das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig, dass er das sagt. Ne? Egal, was wir tun, das sollten wir nicht aus Sucht tun, sondern weil wir da Bock drauf haben. Und da kann ich direkt sagen, ich bin kurz weg, weil ich habe mega Bock auf einen neuen Kaffee. Nicht aus der Sucht heraus, weil ich wirklich Bock darauf habe. Wir gucken, hören uns das gleich heute an. Und bin gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, da kommen wir bestimmt auch noch zu eurem Lieblingsthema, dem Orgasmus. Bis gleich, meine Lieben. Ja, Tobi, ich sitze da, erinnerst du mich dran. Ich muss das noch mal wieder hinzufügen. Das kann ich aber gleich auch noch machen. Ich muss, das funktioniert. Ich hatte, dadurch, dass ich alles neu gemacht habe, die Sammy noch nicht wieder hinzugefügt. Aber ich habe es dir jetzt im Nachhinein angemacht. Ich hoffe, das ist okay, lieber Tobi. Ich lasse es dir auch noch was an. Sweet Sammy. So heißt tatsächlich die Dings, die ich dafür nutze. Ich habe auch überlegt, ob ich das nicht noch umnobel. Normalerweise habe ich das ja, ich habe jetzt zwei verschiedene Kameras. Ich habe überlegt, ob es einfacher ist. Wobei, nee, ist es nicht. Mal gucken. Ich, vielleicht, dass ich das Logitech selbst, weil es gibt ja dieses, das von Logitech, dieses Programm für die Webcams, ne? Ob ich das darüber mal versuche, dass sich das dann einfach umschaltet, dass er also einfach nur die Kamera ändert. Jetzt habe ich hier theoretisch zwei verschiedene Kameras drin, somit kann ich die halt aber parallel drin haben. Weiß noch nicht, wie ich das mache. Weil eigentlich ist es schon cool, wenn du zwei verschiedene Kameras hast. Kann man vielleicht damit noch was irgendwann was andermal machen, ne? Ja. So, aber ich bin dafür. Was haltet ihr, wenn wir noch ein Stück weiter gucken? Wer weiß, was da noch kommt. Wie gesagt, Lieblingsthema Orgasmus steht ja noch offen. Ich wette mit euch. So wie immer kommt das zum Schluss. Aber ich denke, wir wussten schon alle, dass Sex und Orgasmus gesund ist, oder? Also auch da ist es der Mittelweg. Nur man muss halt natürlich sich darüber bewusst sein, dass das, was wir normalerweise zu uns nehmen, ist halt in der Regel Dreck. Ja, und so. Was das und wirklich mit dieser Sucht ja, auch. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das auch... Guten Morgen, Mirkalina. Schön, dass du da bist. Na, du, wie geht es dir? Schon erzählt hatte Sebastian, aber Chris weiß das natürlich, dass wir als Kinder hatten wir eigentlich ja zu Hause kein Wasser. Wir hatten ja, ja. Nur Limo. Also du. Also ja. Meine Schwester und ich, ja, nicht du. Ich meinte nicht dich, ich meinte meine Schwester und mich mit wir. Genau, und dass wenn wir bei Freunden waren und da gab es Wasser, dann haben wir das im ersten Moment wieder ins Glas gespuckt, weil wir dachten, das schmeckt ja nach gar nichts. Ja. Und ich hatte eine richtig, als Chris und ich uns kennengelernt haben. Auch, vielen lieben Dank. Wir sind hier gerade bei dem Thema Gesundheit und Orgasmus. Ich habe gerade, ich weiß nicht, darf man den Titel überhaupt so nennen? Ah, nee, darf man, glaube ich, nicht. Nee, genau. Genau. Hast du aber umbenannt? Gesundheit und so, Orgasmus darf man ja gar nicht sagen. Oh, dürfen wir über das Thema Orgasmus überhaupt nicht sprechen? Muss ich das irgendwie verifizieren? Sex und so?
Sollte vielleicht mal die Inhaltsbezeichnung kurz mal angucken. Drogenkolke, nein, nein. Ist ja auch keine vulgäre Sprache, ne? Sexuelle Themen, ich mach mal gerade auf sexuelle Themen, weil ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich aktiviere das mal kurz. Denk an dich, aber Skin geht, ist schick. Was? Skin schicken? Ach, da war irgendwas, ne? Ach, du bist so süß, Miracalina. Du bist so süß. Ich bin, lass mich auf jeden Fall überraschen. Bin 37 Jahre alt. Was? Du bist nur ein Jahr jünger wie ich. Okay. Im wissenschaftlichen Bezug ist es, glaube ich, okay. Ja, ich habe es jetzt trotzdem mal mit reingetan, weil ich habe kein Bock auf Twitch, irgendwann gebannt zu werden, weil ich das nicht mit reintue. Naja. Ja, eigentlich, ne? So obszön und sonstiges. Aber ich bin ja vorsichtig. Aber danke dir, Nils. Da war ich 19, da hatte ich eine richtige Zuckersucht. Also ich konnte wirklich nicht einen Tag ohne Schokolade oder irgendwas. Das hat richtig auf meinen Körper geschlagen. Mega. Das ist, es gibt kein größeres Suchtmittel als Zucker. Das ist, wir reden über Alkohol, wir reden über Cannabis-Legalisierung und so weiter. Ey, die Zuckerindustrie, das ist, also ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber das ist einfach so. Ne? Ja. Das ist warum ist da überall Zucker drin in den ganzen Lebensmitteln? Weil Leute das verkaufen wollen. Ne? Das ist nicht, weil wir denken, oh ja, das schmeckt uns so gut und das ist super, sondern es ist einfach... Damit catchst du die Leute. Ja. Ne? Unser Gehirn wird manipuliert, wenn man so will. Ne? Und ich meine, jeder kennt das doch. Du fängst an, dann nimmst du mal ein Stückchen Schokolade und dann irgendwann sind es da mal zwei und dann denkst du, ach guck mal, jetzt nehme ich den Milchreis noch dazu und dann nehme ich noch mal das. Und dann irgendwann ernährst du dich nur noch von Scheiße. Also ich kann empfehlen, wer Probleme mit Zucker hat. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du Bock auf Zucker hast, kannst du dir einen Ingwertee machen. Ich sag dir, danach hast du... Also das befriedigt einfach tatsächlich dann deine Zuckerlust. Oder gerade wenn du sehr viel Schokolade isst und du willst sie gar nicht essen, hol dir diese Kakao-Nips. Die sind ja ohne Zucker. Das ist ja purer Kakao, pure Schokolade. Ist das in deinem Frühstück wie bei Cornflakes oder sonstiges? Und ich sag dir, du brauchst am Teig sonst nicht mehr. Vor allem ist Kakao bzw. Schokolade auch nur ungesund und giftig, wenn du es in Kombination von Milch nimmst. Das bedeutet, selbst wenn du das frühstückst, also wenn dann vegane Milch oder vegane Joghurt zu dir nehmen, damit die Schokolade gesund bleibt, weil es tatsächlich eine sehr gesunde Wirkung auf dich hat, wenn du das zu dir nimmst. Yes. Also die Schokolade selbst, Kakao-Nips. Ja. Ich als vermeintlicher Experte, der es ja eigentlich besser wissen sollte, ich kann mich auch nicht davon freisprechen. So, wir haben zwei Kinder bekommen und dann bist du halt auch irgendwie, okay, ich gucke jetzt halt, entweder isst du gar nichts, dann nimmst du mega krass ab, oder jetzt als ich in der Klinik war mit 96-Stunden-Wochen ohne eine Mensa irgendwie was, die teilweise dann auch nur Quatsch hatte, irgendwie zerbrutzeltes Hähnchen und verkochten Reis. Ist denn die Klinik jetzt nicht hier? Aber also du schaffst es halt, also du solltest es schaffen, aber ich kenne ja selber dieses Gefühl. Ne? Und das ist immer das, was ich dann versuche, auch den Menschen klarzumachen, die zu mir kommen, so hey, du musst nicht von jetzt auf gleich dein Leben komplett umkrempeln. Das ist ja auch das, was du meinst. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht alle Gewohnheiten von jetzt auf gleich, es sei denn, du hast das einen schweren Schicksal. Genau, das geht nur durch ein Schockerlebnis. Genau, ne? Wollte ich gerade sagen. Dann klar, Schockerlebnis. Wenn du wirklich was hast, wo du sagst, keine Ahnung. Das Schockerlebnis will ich mal sehen. Ist das wie eine Schokotorte ins Gesicht geklatscht bekommen? Ahnung, mit einer Erkrankung, das erlebe ich ja auch. Ein Patient hat oder eine Patientin hat einen Herzinfarkt und eine Krebserkrankung, dann passiert was. Aber das wollen wir ja verhindern. Ja, genau. Und genau. Deswegen geht es nur mit kleinen Schritten. Also es war damals so hart, weiß ich noch, wir haben ja dann extra keine Süßigkeiten irgendwie eingekauft. Und dann hatte ich aber manchmal abends, hat die Sucht so gekickt, dass ich dann noch um 23 Uhr runter musste zum Kiosk, mir einen Schokoriegel holen. Also total gestört eigentlich, ne? weil ich so süchtig war. Hast du das körperlich gemerkt? Also hast du so das Gefühl gehabt, ich meine gut, dann bist du halt, also wenn du jung ist, dann kann der Körper echt viel kompensieren. Und ich glaube manchmal, weil ich habe von meiner Figur her, ich nehme halt nicht zu. Ich glaube aber, dass das ein bisschen für mich damals auch die Schwierigkeit war, dadurch, dass ich es an meinem körperlichen Erscheinungsbild zum Beispiel nicht gemerkt habe, dass ich mich schlecht ernähre, habe ich gedacht, ach, das macht meinem Körper ja gar nichts. Als ich noch jung war, da habe ich gar nicht weiter gedacht, dass es ja trotzdem ungesund ist. Ich dachte immer, ach cool, ich kann ja jeden Scheiß essen und werde jetzt nicht dicker oder so. Und dann habe ich irgendwann gerafft, ja, ist ja trotzdem genauso ungesund. Und ich glaube, wenn ich das körperlich mehr gemerkt hätte, dann hätte ich schon viel früher darauf geachtet,
dass ich vielleicht nicht so viel Zucker esse oder so. Und da frage ich mich jetzt, ich glaube nämlich nicht, dass ihr recht habt, aber die Frage geht dann an euch, wenn jemand darauf antworten möchte. Wer von euch hat gemerkt, dass Zucker für ihn ungesund ist und hat es trotzdem weitergegessen? Ich glaube, dass das viele tun, wenn ich mich so in der Welt umgucke, weil die Tatsache, dass wir Zucker zu uns nehmen, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass es, weil wir es essen, weil es ungesund ist, sondern weil es uns eine Art der Befriedigung gibt, die wir ansonsten gar nicht haben oder nicht bekommen, weil uns etwas im Leben fehlt oder weil wir halt auch unglaublich Energie brauchen, Hunger haben und so weiter. Also Mangel, ne? Weil wir irgendwas an Mangel haben, egal in welcher Art und Weise, glaube ich, dass wir deswegen zum Zucker zugreifen. Auch ich esse ja Zucker und ich esse das sehr gerne. Also, yes. Eva. Also, dürft gerne eure Meinung dazu sagen. Du bist der salzige Typ, Zucker und Süßigkeiten sind bei mir sehr, sehr schön. Also, auch, wobei auch Salz, muss man sagen, gerade bei uns Frauen, ist es tatsächlich, sollte man immer aufpassen, dass man nicht zu viel Salz nimmt. Salz aber ist tatsächlich trotzdem mega wichtig, weil andererseits, wenn du zu wenig Salz zu dir nimmst, dann kriegst du Probleme mit deiner Schilddrüse und das ist noch schlimmer und wird dir noch schlimmere Probleme bereiten, als wenn du zu wenig Salz, also zu viel Salz. Der Tobi. Das ist geil. Die Unterhaltung ist teils recht schwierig. Alles sehr theoretisch. Einen großen Teil der Lösungsansätze sind für normal, aber sehr schwierig bis unmöglich. Also das ist ja jetzt so, ist die Frage, was ist für dich ein normal arbeitender Mensch, wenn ich jetzt bedenke, dass ein 24-7-Mensch ist nicht normal, lieber Nils. Ich kann sagen, als ich damals 24-7 gearbeitet habe, habe ich es trotzdem geschafft, mich tatsächlich gesund zu ernähren. Zumindest, sagen wir, zum größten Teil, ja. Und ich habe Sport gemacht. Trotzdem, ich bin tatsächlich teilweise um 4 Uhr morgens aufgestanden, um noch ins Fitnessstudio zu gehen und dann zur Arbeit zu gehen. Würde ich sagen, heutzutage mache ich es tatsächlich viel lieber zu Hause, weil ich einfach so faul bin. Dieser Weg zum Fitnessstudio ist einfach zum Nerven. Spart man sich einiges. Also es ist schon möglich. Man muss sich halt dann nur noch mal anders damit befassen. Wenn man natürlich so wie du, sage ich mal, ich nehme dich jetzt als Beispiel, also als Kraftfahrer, die ganze Zeit anders unterwegs ist. Das Zuhause ist ja dann das Auto. Stelle ich mir tatsächlich schon schwieriger vor, weil wenn ich dann 24/7 im Auto bin. Aber ich denke, man kann schon mal jeden Tag vielleicht ein bisschen verändern. Vor allem geht es ja auch darum, dass man auf sich selbst achtet. Ne? Dieses 24/7 ist nicht gesund. Auch wenn du das nicht merkst. Ich habe das damals ja auch nicht gemerkt, wie ungesund es eigentlich für mich ist, weil ich in dieser Arbeitssucht war. Im Nachhinein weiß ich das, wie schlimm das war, wie sehr es mich ausgelaugt hat teilweise. Andererseits, ja, das macht ja trotzdem Spaß irgendwo. Und deswegen macht man es, das ist das Problem. Oh nein, Tobi, das brauchst du doch nicht. Gehst Fellpflege machen, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Das ist ein schlechtes. Okay, ich mache einfach weiter. Aber das ist ja das Schwierige daran. Häufig merken das die Menschen und dann kommen sie trotzdem nicht raus. Und dann führt das halt zu totaler Unzufriedenheit. Tobi, ganz wichtig, du musst dich einfach nur wohlfühlen. Tu das, was dir gut tut. Dann sind wir beim nächsten Punkt, dann bist du bei der Psyche. So, dann fühlst du dich selber unwohl in deiner Haut. So, du ziehst dich zurück. Du isst dann noch mehr, weil du einfach das dann irgendwann aus so einem Frust essen und da kommst du halt nicht raus. Ja. Viele Menschen, ich habe, die einfach vielleicht ein bisschen mit dem Gewicht zu kämpfen haben und die, also wenn ich die nicht, am liebsten würde ich sagen, hey, ich komme mit dir nach Hause, ich mache einfach mal eine Woche, gehe ich mit dir mit und dann versuchen wir das. Dann versuchst du es und machst wöchentliche Termine und es funktioniert aber einfach nicht, weil es so viele Hürden sind, weil einfach dieser Strudel, der nach oben zum Gewicht, der ist so lang und dem wieder runter zu gehen, das ist so hart für die Leute, ne? Ja.
Ich glaube, das Kernproblem ist, dass die Leute haben zu wenig Zeit und sie haben auch keine Zeit, sich mit der Gesundheit zu befassen, weil sie halt im Prinzip damit beschäftigt sind, Geld zu verdienen und opfern oft halt. Sie opfern wann sollst du das noch machen? Gesundheit. Eigentlich, wenn die Arbeitgeber schon erwarten, dass man 24/7 arbeitet, dann sollten die Arbeitgeber aber zumindest auch dafür sorgen, dass man die Gesundheit richtig machen kann. Das heißt, Fitnessstudio, Zeit fürs Fitnessstudio oder für Bewegung, ordentliche gesundes Essen von der Arbeit und so weiter. Also, yes. Ja, Nils, das mit den 10 Stunden hast du auf jeden Fall recht, das ist das Problem, ne? Weil du musst mal bedenken, selbst wenn du 8 Stunden arbeitest, du hast bei der 8 Stunden Arbeit, hast du noch eine halbe bis eine Stunde Pause. Ich habe die Stunde halbe Pause gehasst. Ich habe meinem Arbeitgeber gesagt, oh Gott, eine Stunde Pause? Kannst du vergessen. Ganz ehrlich, kriege ich nicht hin. Eine Stunde Pause, ich bin, also, nee. Dann, ne, richtig 12 Stunden, ne, du arbeitest immer länger, du musst, bist ja dann noch auf dem Weg hin und zurück. Ja. Deswegen habe ich damals das Fitness, wie gesagt, wenn versucht vorher zu machen, weil ich danach meist gar keinen Bock hatte. Ich habe Einkaufen, sonstiges und yeah. Richtig. Also ich gebe dir auf jeden Fall da in jeglicher Hinsicht recht, lieber Nils. Ja, liebe Mirkalina, 15 Minuten pro Tag, man sagt auch 10 Minuten, also Fitness, Muskeltraining reicht tatsächlich pro Tag. Wichtig ist ja die normale, richtige Bewegung tatsächlich. Ja, wenn ich hier jetzt 8 Stunden sitze, muss ich ja trotzdem meine Bewegung machen. Ich kann dir sagen, ich gehe morgens spazieren. Normalerweise ist es so, dass ich morgens auch tatsächlich heutzutage versuche, eine halbe Stunde auf das Laufband zu gehen. Das habe ich heute nicht gemacht. Ich bin gerade mal bei 3000 Schritten. So, 3000 Schritten bis 9 Uhr, okay. Aber bedenke mal, dass ich jetzt wahrscheinlich bis 15 Uhr hier noch sitze. Und danach, den restlichen Tag, werde ich auch mich nicht viel bewegen. Ja, siehst du auch, guck mal, jetzt auch die Mirkalina sagt, 10 Stunden arbeiten. Und 10 Stunden arbeiten ist tatsächlich leider oft normal. Da finde ich das richtig cool. Wo war das in Holland? In Holland, wo es heißt, 25-Stunden-Woche ist sogar viel gesünder, viel besser. Auch von der Arbeitsleistung her. Also bei 5 Stunden pro Tag. Da machst du ja keine Pause. Jede Pause sorgt ja dafür, dass du eigentlich danach länger brauchst, um in deine Arbeit reinzukommen. Und das heißt, das ist viel besser. Also für dein ganzes Leben, für deine ganze seelische Situation und für die Arbeitsleistung. Also ich würde dir immer noch fühlen, wenn wir das machen würden. Aber für das gleiche Geld wie natürlich die normale Vollzeit. Aber dafür sind wir hier in Deutschland leider viel zu geldgeil geworden. Und haben den Sinn des eigentlichen Arbeitens oder den Sinn, wie die Menschheit funktioniert und die Arbeitsleistung funktioniert einfach. So weit sind wir hier leider nicht. Ja, jetzt mal ernsthaft, wer geht denn nicht gerne und sagt, boah, 5 Stunden, wie geil und guck mal, ich habe danach, kann ich das machen, ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann das machen. Also ich kann mein Leben leben und kann gleichzeitig Geld verdienen. Ja, Moment. Also, Nils, es ist ja so, der eine ist ja Hausarzt, ne, der da mit denen drüber redet und sagt, hey, das sind die Problematiken. Also, die versuchen das hier gerade aufzulösen. Die machen es ja nicht als einfach. Die sagen ja auch, guck mal, früher habe ich das und das gemacht. Das ging alles bei mir nicht. Ne? Auch die, ja, vielleicht verdienen die jetzt heutzutage ihr Geld mit Podcasts. Das war ja früher auch nicht immer so. Der Hausarzt sagt ja auch, hey, ich würde das gerne, ne? Und es ist, jeder hat eine andere Schwierigkeit im Leben, das ist das Problem. Guck mal, ich bin schlank. Allerdings, ich war schon immer schlank. Ich hatte eher das Problem, dass mit dem Zunehmen, was bei mir immer die Schwierigkeit war. Ich weiß aber auch, woher das kommt tatsächlich. Tatsächlich, was, das hatte nicht mit der Gesundheit mit der körperlichen Gesundheit zu tun, sondern mit der Situation, in der ich lebte. Aber die Sache ist, wenn ich mir jetzt anschaue, die vielen Kinder. Ja, wie viele Kinder kriegen zu Hause
kein gutes Essen, obwohl die Mutter zu Hause ist, weil die Mutter selbst sich so ungesund ernährt und auch gar nicht mehr weiß, wie das geht. Und ja, es ist absolut nicht einfach, mit Bürgergeld ordentlich zu essen auf den Tisch zu bringen, finde ich. Zumindest für Kinder und Erwachsene. Wo ich aber auch dann sage, hey, aber eine Mutter, die Kinder hat, die sollte auch zu Hause sich um ihre Kinder kümmern können, weil sie kann eh, wenn nur Teilzeit arbeiten. Aber kriegt das Geld nicht genug auf den Tisch, weil es nicht gewollt ist. Selbst wenn du dann einen Mann hast, der arbeiten geht, es sollen immer mehr Handwerker geben, aber hast du einen Handwerksjob, verdienst du nicht viel. Also auch da ist es halt wirklich, es ist crazy schwierig. Und oh, die Fitnesswahn ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes, krasses Thema, ne? Diese Fitnesswahn, kann ich mich auch nicht von freisprechen, den habe ich früher auch gehabt. Ich habe ja früher teilweise 3-mal pro Tag Sport gemacht und habe gedacht, hey, damit kriege ich es vielleicht hin. Nein. Ich habe mich eher in der Zeit wahrscheinlich nochmal kränker gemacht und versucht, das jetzt wieder auszugleichen. Ja, also das ist halt wirklich dieses Gesundheitsproblem, das liegt aber, wie gesagt, an allem, ne? Die Wirtschaft, die Politik, gerade die Politik, die uns einfach versucht, habe ich gestern was gesehen, die wirklich sehr schön gesagt, wie wir einfach, dass es schon immer so war, dass es immer diese Könige oder diese Adligen gab, gesagt haben, ihr da unten, ihr müsst arbeiten und ihr habt zu funktionieren und wir sorgen dafür. Wir wollen dies, wir wollen das. Und wir wollen, ne, gebt her, gebt her, gebt her. Aber eigentlich wollen wir euch ganz klein halten, damit ihr einfach arbeitet und nicht raus aus dem Loch kommt. Und genau das ist es ja tatsächlich, was hier theoretisch wieder läuft. So gebe ich dem recht, so fühlt sich das zumindest für mich an, wenn ich so drüber nachdenke. Wobei es ja eigentlich heißt, wir wollen ein Sozialstaat sein. Und was bedeutet denn überhaupt Sozialstaat? Sozialstaat oder Sozialismus wurde erfunden als Weg zum Kommunismus. Ja, da wir aber, oho, pass auf, ich muss jetzt aufpassen, nicht dass das. Aber hier ist es halt leider nicht mehr so. Es ist nicht gewollt, dass wir frei sind, dass wir alle gleich sind, dass wir uns alle wohlfühlen. Gefühlt ist es genau so, wie diese Person da, was ich da gestern gesehen hatte, gesagt hat, wie in einem Königreich, wie bei den Adligen, ihr sollt da unten arbeiten und wir halten euch dort unten, damit ihr nicht mehr hochkommt, damit ihr einfach macht. Ich glaube, der Kern der Problematik 1 ist in der Psyche. Das, klar, das ist auch ein psychisches Ding. Wenn ich mich freispreche von all den Sachen, von der Arbeit oder von der Pflicht des Arbeitens, Pflicht des Geldverdienens. Oh ja, das glaube ich mir, Kalina, dass du das da verstehst, ja. Glaub mir hier, wie das war. Du hast es da ja auch ganz böse Art und Weise schon gelernt und gespürt. Ja, es ist halt, es wird mit uns gespielt dann, ne? Ja, das ist das Problem. Nein, es geht ja schon, dass du arbeiten sollst, du musst ja schon, aber man könnte ja besser arbeiten, man könnte besser finanziert werden, man könnte mehr Geld verdienen, ist aber nicht so, es wird ja eher gesagt, guck mal, wir haben den Politiker, der für ein ganzes Jahr 500.000 verdient. Dafür was, dass er uns erzählt, während er Kuchen isst, Drogen nimmt, sich besäuft und sich rumkutschieren lässt, dass wir bitte gesund leben sollen, Geld sparen sollen. Also er lebt genau anders als das, was er sagt, was wir tun sollen, nur damit wir funktionieren und er mit seiner Kohle noch mehr scheffelt und daraus Geld zieht. Und alles, wo er Geld reinsteckt, da sorgt er dafür, dass dieses Unternehmen auch weiter funktioniert, damit aber die anderen Unternehmen einfach weiter kaputt gehen. So. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen ausgeartet.
Nee, Moment. So einfach ist das auch nicht. Wie viele Politiker, also studierte Leute, die Politik studiert haben, schaffen es nach oben? Es sind sehr, sehr wenige tatsächlich verhältnismäßig. Ich selber habe damals mit meiner WG mit einer Politikerin, mit einer studierenden Politikerin zusammengelebt. Und gar nicht so einfach. Du wirst auch da klein gehalten tatsächlich, wenn du nicht dann genau das sagst, was die Oberen wollen und nicht genau das tust, wirst du auch rausgeschmissen. Ja, und da hast du dann auch nicht viel Chance. Ne? Also auch die müssen, es ist ja leider in der Politik so oder in diesen Parteien so, dass wenn du nicht zu 100% deren Meinung auch so weiter nach außen vertrittst, dann kriegst du richtig Ärger, richtig Stress. Das ist tatsächlich gefühlt für mich wie eine Sekte, ja, weswegen ich zum Beispiel auch nicht in die Politik gegangen bin, wobei ich das ja auch schon sehr oft überlegt habe, ich möchte nicht, ich würde entweder daran kaputt gehen oder ich würde es von innen zerstören. Aber ich könnte mich nicht daran halten, zu 100% immer das zu sagen und zu tun, was die wollen, obwohl es so gewollt ist. Dann ist doch aber im Kern die Überpopulation das Problem. Das ist auch ein Problem. Natürlich, aber das ist ja wieder das Problem, das ich vorhin angesprochen habe. Aber schau dir, es gibt ja auch Länder, wo es funktioniert, weil die Politiker zum Beispiel nicht in andere Unternehmen investieren dürfen, ja, sondern sie kriegen auch ein normales Gehalt. Ja, ein normales Gehalt, das eben aber nicht so hoch ist, sondern normal, dem Standard angepasst. Und so, ne, also... Das hat, ja, genau, richtig. Das ist das, was ich versucht habe zu sagen. Mir, Kalina, vielen lieben Dank. Ich fühle mich gerade wie in so einer Talkshow. Wir machen mal das Video weiter. Wir wollten ja eigentlich über Gesundheit reden. Also seht ihr mal, ne? Gesundheit, wie sehr sich das auswirkt auf alles. Korrekt, ich bin der Meinung. Uns geht es trotzdem dessen sehr gut in Deutschland. Ich weiß, dass es dir gut geht in einer bestimmten Variante, auch nicht zu 100%, das bin ich, weiß es auch. Aber ich kann dir sagen, wenn ich mich hier so umgucke, da wo ich hier so lebe, von dem, was hier meine Freunde und Sonstiges mitbekommen und wie ich versuche, denen manchmal zu helfen, zu unterstützen, denen geht's nicht gut. Und ich weiß auch und bekomme ja auch mit, dass die tatsächlich auch aus den Problematiken, in denen sie hineingebracht wurden und werden, sehr schwer oder der größte Teil sehr schwer rauskommen kann auf diese Weise, was geboten wird. Es gibt natürlich für die Leute, die selber schuld sind. Ja, ich muss sagen, hier bei dem, was ich so um mich herum habe, nein. Ist leider. Also, es gibt natürlich immer Länder und Sachen, wo es immer noch schlimmer ist. Ja, kann man sehen. Aber wir, für das, was wir eigentlich uns eigentlich alle wünschen und wollen, geht es uns, geht es hier vielen Menschen nicht gut. Naja, wir bezahlen auch dafür. Jetzt. Wir bezahlen nur nicht jetzt dafür. Es kommt drauf an, es sei denn, du bist Privatpatient, da bezahlst du sofort dafür. Aber auch meine Krankenkasse, die Krankenkasse wird auch bezahlt. Ne? Also es gibt natürlich Leute ohne Krankenkasse, aber wie gesagt, das ist... Ne? Ja. Ja, das ist auch, also früher war tatsächlich sehr, sehr vieles fast gratis. Früher wurde vieles ganz anders auch vom Staat finanziert, was ja gar nicht mehr ist. Dieses ganze Privatisieren von Sachen führt ja auch unter anderem zu Problematiken. Geld zu kriegen. Total. Und dann in alten Jahren versuchen sie es wieder andersrum und das funktioniert nicht. Ja. Aber ich frage mich, wie willst du es anders lösen? Ne? Also ja, also, auch da. So politisch und so, ich habe keine Antwort. Das heißt, ja, ist die Frage, die ihr stellt, wie willst du es anders lösen? Und auch da gibt es halt schwierig eine Antwort.
Praxis und hast deine 7 Minuten pro Patient statistisch gesehen. Das liegt ja nicht bei dir, das Ding, dass du als Arzt anderen, keine Zeit hast, sondern dass der Mensch erstmal an sich den Fokus nicht darauf hat, sondern auch da die Verantwortung gibt, ja, wenn ich was habe, gehe ich zum Arzt und dann verschreibt er mir eine Pille. So. Ja. Aber dass du erstmal guckst, dass du vielleicht gar nicht zum Arzt gehen musst, so, da denkt halt keiner dran, weil der Körper auch sehr viel regulieren kann. So, und dann erst sich beschwert, wenn es zu spät ist und du diese Warnzeichen, die vorher kommen, halt einfach nicht wahrnimmst. Beziehungsweise dann oft halt auch, dass halt auch meine Kritik an diesem ganzen System halt durch den Arzt erstmal überschrieben werden, indem er ihnen halt eine Pille gibt, der das Problem dann erstmal kurzzeitig löst. So, das ist, glaube ich, die Wirkungszusammensetzung und letzten Endes geht es da um Instant Gratification, also dass du halt ohne viel zu tun direkt die Belohnung kriegst und darauf baut die Pharmaindustrie natürlich auch auf. So, also es sind beide Seiten schuld. Voll. So, es ist ja nicht nur McDonald's schuld, dass die scheiß Essen anbieten, sondern auch, weil die Nachfrage ja da ist. Voll. So, und da sind beide Seiten gefragt. So. Ja, aber ich glaube, viele Menschen haben auch gar nicht das Wissen darüber. Also klar, bei McDonald's Fast Food wissen die meisten Menschen, dass es halt nicht gesund ist. Aber ich glaube, es gibt Lebensmittel oder überhaupt so, wenn du durch einen Supermarkt gehst, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was ist jetzt hier überhaupt gerade das Ungesunde und was ist das? Teilweise wirst du auch beschissen. Also Leitprodukte oder so. Ja, das sowieso. Aber selbst bei gewissen Themen, allein jetzt hier vegan, vegetarisch. Also wir können es ja nachher mal bei PowerPoint machen, wie man vielleicht eine Lösung finden könnte. Falls es euch interessiert, ich hätte so eine Idee gehabt, müssen wir aber dann nachher nochmal ansprechen, wenn wir soweit sind. Genau. Wie so eine Möglichkeit aussehen könnte vielleicht für Deutschland. Sich gesund zu leben und allem. Vegetarisch, Fleischfresser oder sowas. Selbst wenn du dich damit befasst, gibt es ja auch 1000 Meinungen. So. Und deswegen, da hilft ja auch nur, mach den eigene Gedanken, spür selber rein und guck, was du moralisch vertreten kannst, wie auch immer. Mhm. So, es gibt ja da nicht so richtig oder falsch. Klar, es ist eine Packung Zucker ist scheiße, so, da muss man nicht drüber diskutieren, aber bei anderen Dingen ist es ja ein Stück gutes Fleisch. Ja, da wird der eine so sagen, der andere so. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Wie ernährt ihr euch? Ich bin seit seit einigen Jahren, seit 15 Jahren, wahrscheinlich sind es jetzt mittlerweile 17 Jahre oder so, bin ich Vegetarierin. Mhm. Und zu Hause habe ich jetzt seit ein paar Jahren auf vegan umgestellt. Also ich bin, wenn ich unterwegs bin, bin ich Vegetarierin und wenn ich zu Hause bin, vegan. Cool. Ich esse im Prinzip alles. Also ich habe immer sehr wenig Fleisch gegessen jetzt die letzte Zeit, bin mir aber nicht mehr sicher, ob das so gut war. Deswegen bin gerade ein bisschen dabei. Das zu reduzieren, die Reduzierung des Fleisches, also quasi das wieder ein bisschen mehr zu machen. Ich wollte einfach mal gucken, ich wollte mich mal so jetzt 2 Wochen ketogen ernähren, um zu gucken, ob ich da irgendwie was spüre. Ja. So, ja. Und also, du? Ich bin tatsächlich einfach, dass ich gucke, dass ich mich möglichst gesund ernähre. Mhm. Also ich könnte gar nicht sagen, dass ich jetzt nur auf das eine oder das andere oder vegetarisch, ich glaube schon, dass ich würde sagen so, lass mich, wenn es hochkommt, einmal die Woche Fleisch essen, das ist schon viel und versuche dann vielleicht dann auch mal zu switchen mit Fisch eher und sonst eigentlich vegetarisch. Also aber ich kann nur empfehlen, Leute, esst so, wie ihr euch wohl und der Körper gesund ist, egal ob vegan, vegetarisch oder sonstiges. Also, ich sage, Verzicht macht gar keinen Sinn, es sei denn, dein Körper ist allergisch oder verträgt es wirklich nicht. Wenn dein Körper alles verträgt, dann solltest du auch alles essen, weil das Problem ist, wenn du bei der Ernährung auf irgendetwas verzichtest, die Mangelerscheinung erlebst du erst sehr viel später, das heißt viele, viele Jahre später. Und ob du es dann noch hinbekommst, wieder gesund zu werden und das auszugleichen, wenn du in dieser Mangelentscheidung warst, die du ja schon jahrelang geführt hast, die du aber erst nach 10 Jahren oder so spürst, solange es dein Körper verträgt, würde ich es schon trotzdem zu mir nehmen. Das ist so eine Empfehlung, muss jeder selber wissen, wie ihr euch halt wohlfühlt. Also vegan, ich habe das mal probiert, mal immer eine Zeit lang, habe für mich das Gefühl gehabt, dass mir was fehlt, aber das ist... Bei McDonald's ist auch ein Salat viel Zucker, darum wäre... Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe ja bei McDonald's gearbeitet, Mirkalina. Ich kann dir sagen, in erster Linie ist in dem Salat überhaupt gar kein Zucker drin. Du meinst das Dressing. Und selbst da kann ich dir sagen, so viel ist da auch gar nicht drin an Zucker.
Also wenn du jetzt zum Beispiel Essigöl nimmst, ist es tatsächlich nur Essigöl? Und bei den anderen wie Cäsar-Dressing, Ranch-Dressing und so, da ist ganz leichte Süße mit drin, aber im Verhältnis, wahrscheinlich machen viele Menschen, die sich ein Salatdressing machen, tun dort 100 pro sehr viel mehr Zucker und mehr Honig rein, als das, was im Moment bei McDonald's mit drin ist. Also da kann ich wirklich sagen, ist, vielleicht war es irgendwann mal anders, aber da, McDonald's ist nicht mehr so ungesund. Es ist nur unausgeglichen, würde ich es eher formulieren. Was du halt auch sehr oft hast, ist dieses Übersalzen von Pommes dort. Das ist meist noch so, bäh, aber das spürt man ja dann auch, ne? Nee. Ach so, in Amerika kann das vielleicht sein. Also ich kann nur von Deutschland reden, mir Kadina. Amerika war ich sehr, sehr lange nicht mehr. Aber in Deutschland tatsächlich ist McDonald's ziemlich ausgeglichen. Hi Eileen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja. Also, sagt, da muss man halt eher auf dieses Stückchen Salz auf Pommes dann achten. Ich finde es genauso. Ich kenne genug Leute, die es einfach gut hinbekommen, weil ich aber Ja. auch mich da nicht genug eingearbeitet habe, glaube ich. Das ist einfach mein Problem gewesen, um mich vernünftig zu ernähren. Weil ist ja klar, wenn du dann nur noch die Hälfte der Kalorien zu dir nimmst, dann muss dir was fehlen. Ja, Also, auch wenn der vielen lieben Körper. Dank. Wir sind ja hier gerade bei dem Thema eigentlich Gesundheit und Orgasmus. Aber bei dem Thema Orgasmus sind wir immer noch nicht gelandet. Wir sind seit 1,5 Stunden dabei hier bei diesem Thema und unterhalten uns unglaublich gut. Yes, wieso uff? Und dann gehst du noch mit dem Sport hoch, weil du dich ja gesund ernähren willst oder gesund leben willst. Dann gehst du dann anstatt dreimal die Woche zum Sport, ich mache jetzt im Moment sechsmal die Woche Sport. Das funktioniert dann halt nicht, wenn du gleichzeitig alles runterfährst. Also, keine Ahnung, bei 20 Kilometer Lauf verbrauchst du 1700 Kalorien, die musst du erstmal wieder reinbekommen. Und deswegen ist, Das glaube ist ich, auch es. da, Essen, das Leute. ist. Essen, essen, essen. Und die meisten essen einfach zu wenig. Und deswegen kriegen sie dann Lust auf falsche Sachen. Ich glaube, für die Leute wäre es geil, wenn ich jetzt hier sagen würde, boah, das ist die Ernährungsform. Und das ist immer das Problem, wo ich so richtig sauer werde, weil dann ist irgendjemand auf Insta oder TikTok oder irgendein neuer Scheiß kommt und die Leute stehen da total drauf und sagen, okay, geil, das ist eine Aussage. Und dabei wäre es einfach richtig, also weder vegan ist falsch, noch so ein Mittelding, noch irgendwie gesunde Ernährung, einfach, dass man pflanzenbasiert sagt. So, jeder muss es für sich finden, aber das wollen die Leute nicht hören. Sondern du willst halt hören, die neue Diät von, keine Ahnung, Weight Watchers funktioniert so gut, weil die Leute damit echt gut abnehmen, weil das laut Plan funktioniert, weil du deinen Körper halt ultra runterfährst. Naja, aber ganz ehrlich, ich habe dir schon mal gesagt, lass uns zusammensetzen, weil die Sache ist, wenn du zu, genau das ist nämlich das Problem. Wenn du zu wenig isst und genau in anderen Situationen dann wieder irgendwas das Falsche ist, dann nimmt dein Körper zu. Es kann aber auch, gerade wenn du Adipositas schon bist, hast du ein richtiges Problem, weil dann tatsächlich, ist, also zum zu bewiesen, müsstest du tatsächlich erstmal mit einer ketogenen Ernährung anfangen, aber das auch ausgewogen. Weil durch dieses Ketogene, wenn du Adipositas bist, kommst du tatsächlich aus Adipositas raus. Allerdings, wenn du dann in den Normalzustand, also aus Adipositas raus bist, dann musst du lernen, wieder normal zu essen, so dass dein Körper dann das wieder zu sich nimmt. Allerdings musst du dich auch trotzdem genug bewegen. Wenn du dich 24 Stunden nur im Auto aufhältst und dich nicht bewegst, dann fährt dein Körper runter. Der Körper muss ja erstmal wieder hochfahren und seine Verbrennung ansetzen, was der nicht tut, wenn du dich nicht bewegst. Dann kannst du also genug essen und nimmst trotzdem zu. Dein Körper muss die Verbrennung anschmeißen. Aber wie gesagt, da können wir uns gerne mal drüber unterhalten und gerne dich auch als Beispiel benehmen, wenn du willst. Wie auch immer du das möchtest. Aber wir kriegen das bestimmt hin. Wenn du magst, helfe ich dir dabei. Und dann lässt du diese Diät einfach mal für ein paar Wochen sein und du bist genau wieder am Anfang. Das ist halt einfach Kacke. Genau. Und wenn wir uns aber zusammensetzen und sagen, hey Leute, passt mal auf, pflanzenbasiert, macht das mal, achtet mal darauf, ein bisschen mehr Hülsenfrüchte, ein bisschen mehr Nüsse, ein bisschen mehr irgendwie pflanzenbasierte Produkte, Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, das ist ja überhaupt nicht schwer. Aber das Voll. catcht keinen. Ja. Ja. Aber ich bin gar nicht aus gesundheitlichen Ja. Gründen zu dieser Ernährungsvariante Ja. gekommen, sondern tatsächlich so aus moralischen Gründen. So damals schon. Voll.
Und bei, aber ich merke wirklich jetzt bei Veganen, wenn ich unterwegs bin, auch zum Beispiel bei meiner Oma oder so, dann ist es ja einfach vegetarisch. Mhm. Aber das Milchprodukte, mir wird da mittlerweile, also ich merke es im Magen, als würde mir ein bisschen schlecht werden. Ja gut, da könnte man halt mal gucken, Dr. Powers, ne? Ob du noch Adipositas bist. Das, was sie beschreibt, dieses, ihr wird schlecht, wenn sie das dann plötzlich wieder isst. Ich kann euch sagen, das ist bei unseren Kindern, bei unseren Babys auch so. Wenn die anfangen, etwas zu essen, dann müssen die das erstmal wieder lernen, die Umstellung auf ein anderes Essen. Dass, wenn du die ganze Zeit jahrelang kein Fleisch gegessen hast, jahrelang keine Milch zu dir genommen, dein Körper es aber eigentlich vertragen würde, weil er nicht allergisch ist, dann ist es normal, dass der Magen erstmal darauf reagiert, weil für Salat und für Fleisch braucht ihr eine ganz andere Magensäurekonsistenz. Ja, das heißt, die Magensäure wird eventuell erstmal angehoben, weil Fleisch viel anders, ganz anders verarbeitet wird. Das hat aber, dadurch wird ihr vielleicht auch schlecht. Ja, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass das dann viel besser ist. Aber wobei, und das muss ich sagen, sie sieht gesund aus. Und das finde ich gut, weil das meiner Meinung nach zeigt, dass sie sich trotz ihrer veganen oder ja, doch veganen und Ernährung sehr ausgewogen ernährt. Arbeiten wie ein Stier. Naja, wenn du dich dadurch mehr bewegst, ist das schon mal gut. Also ich merke, dass ich das gar nicht mehr so gut. Ja, mir, Carolina, das weißt du, wenn du zunehmen möchtest, müsstest du das so wie ich machen. Du müsstest wirklich Muskelaufbau betreiben. Und am besten, wenn du Muskelaufbau betrieben hast, das heißt Fitness betrieben hast, richtig mit ein bisschen Dings, direkt danach wirklich ein Proteinshake, weil gerade für Leute, die sehr dünn sind, braucht der Körper direkt nach dem Training dieses Proteinshake. Das hilft denen dann, um diese Muskeln wirklich aufzubauen. Das habe ich zumindest bei mir selbst gemerkt. Und ich denke, ich sehe das ja auch bei anderen, das hilft dann auch, um dass der Körper das direkt auspowert. Und dann kannst du später nochmal in Ruhe essen. Aber wirklich in dieser halben Stunde nach dem Sport dann wirklich diesen Proteinshake zu dir zu nehmen, wenn du aufbauen möchtest. Gut, vertrage jetzt. Ja. Ist ja auch so. Also wir sind ja eigentlich auch gar nicht dafür gemacht, langfristig Milchprodukte zu uns zu nehmen. Ja. Ne? Also das ist ja, hat schon seinen Sinn, warum wir irgendwie die Funktion verlieren, Milch zu verdauen. Das war einfach, wenn du es evolutionär anschaust, ist es einfach so, wir wollten ja irgendwie in Nahrungsknappheit sollten wir den Babys nicht irgendwie die Milch wegtrinken, weil war ja Nahrung. Mhm. Deswegen, das macht ja schon Sinn, dass wir es nicht vertragen. Ja, ja. Viele vertragen es aber eigentlich einigermaßen. Ja, ich glaube, weil wenn man es auch so gewöhnt ist immer, ne? Und ich bin es jetzt halt nicht mehr so gewöhnt. Und wenn es dann mal der Fall ist, dann merke ich das schon direkt. Ja. Ja, das merke ich auch, weil also ich trinke ja nie Milch, aber wenn ich mal so einen Kakao getrunken habe, dann merkt man. Also. Ja, und das ist halt der Punkt. Ne? Also ich glaube, jeder muss halt für sich wissen, wo stehe ich. So, und ich glaube, das ist halt auch eine geile Message, die wir mitgeben können. So, jeder soll einfach bei sich gucken, wo stehe ich gerade, wie gesund fühle ich mich oder wenn ich mir jetzt diese Punkte, die wir so ein bisschen gerade schon durchgegangen sind, was kann ich denn verbessern? Und es geht nicht darum, dass wir bei Chris landen, dass wir hier irgendwie über die Teflonpfanne schimpfen. Gute Idee. So, das ist vielleicht für Leute, die alles schon, nein, überhaupt, ist ja mega, aber dann musst du halt auch schon irgendwo hier sein. Ne? Also das ist genau, Step by Step. Genau, wenn du irgendwie schon alles super machst, dann kannst du, wenn dir das Spaß macht so, und dir keinen Stress, so, dann kannst du halt noch probieren, von schon 85% richtig geil auf 95% zu kommen. Ja. Das ist ja mega. Aber so, das ist eben der Punkt, wenn du bei 10% eh schon bist, dann auf einmal über die Teflonpfanne zu diskutieren. Nee, das macht keinen Sinn, klar. Und das ist halt der Punkt, glaube ich, was wir gut mitgeben können. Jeder soll gucken, wo steht. Siehst du, dann versuch mal eine ketogene Ernährung, mein Lieber. Wie gesagt, weil das hat sich halt bei Adipositas-Leuten ziemlich bewährt in vielen Studien. Dass Adipositas-Leute wirklich mit Ketogen sehr gut rauskommen. Na? Ist natürlich nicht von heute auf morgen, aber vielleicht spürst du es. Ich und was kann ich so im Kleinen einfach schon dafür tun? Bei mir war es ja damals zum Beispiel erstmal überhaupt der erste Schritt, Zucker reduzieren. Voll. So, auf mehr habe ich dann ja auch nicht geachtet erstmal. Ja. Ich glaube, der einfach, also so war es zumindest bei mir. Ich glaube, der einfachste Weg ist erstmal die Scheiße wegzulassen. So, das ist, und ich glaube auch, dass die Scheiße mehr negativen Impact hat. Also das heißt, wenn du die weglässt, hast du mehr positiven Impact, als zu versuchen, ich muss jetzt das Gute reinholen. Mega, so. Genau. Und das ist einfach die Message dahinter. Und das catcht aber nicht so richtig. Weißt du? Ja, das aber deswegen ist halt so, sind wir halt in der Verantwortung, das immer wieder zu machen. Ne? Weil
wie gesagt, wenn wir jetzt eine Kooperation mit Weight Watchers hätten, wäre viel geiler. Würden die Leute alle buchen, würden sagen, geil, mach ich. Alles klar, Eileen, viel Spaß wünsche ich dir. Ja, Mikalina, man muss sich wohlfühlen. Allerdings, wenn man Adipositas ist schon sehr, sehr gesundheitsschädigend, auch für den Rücken vor allem und auch für die Knie später. Das ist schon wichtig, dass man vielleicht überlegt, da was zu ändern, weil was bringt dir das, wenn du irgendwann Schmerzen ohne Ende in den Knien und im Rücken hast? Ne? Und wenn Leute dann sagen, hey, ich möchte doch abnehmen, um halt meiner Gesundheit doch vorzubeugen, finde ich das sehr gut und ich unterstütze das dann halt auch gerne. Ne? Das ist genauso wie ich halt auch gerne unterstütze, dass Leute, wenn sie Muskeln aufbauen wollen, weil wir müssen ja Muskeln aufbauen, um später im Alter nicht so krumm zu sein und auch fitter zu sein, gut auszusehen, jung auszusehen, um uns wohl zu fühlen und Energie zu haben, ne? Yes. Ja, aber das ist doch cool. So, du hast abgenommen und das erzählst du schon, dass, also du nimmst so oft ab, ne? Das ist halt, und es geht halt langsam. Ja, eben. Leben. Leben, Spaß. Ganz wichtig. Gute Einstellung. Weil das sind 6 Wochen. Yes. Und in diesen 6 Wochen bin ich voll clean. Mm. So, das funktioniert halt. Aber dabei ist es ja eigentlich viel unanstrengender, das so langsamer, schrittweise zu machen. Es ist ja eigentlich einfacher. Voll. Obwohl die Leute denken immer, der einfache, schnelle Weg ist dann sowas wie so eine Anfang krasse ist halt Diät das oder so. Ja. So, weil dann macht es ja im besten Fall auch ein bisschen Spaß. Voll. So, und dann kommst du ja in diesen positiven Kreislauf halt rein. Mhm. So, und plus, der Körper wird halt weniger abhängig, dadurch fallen dir die Schritte einfacher. Ja. So, das, ja, es sind immer diese positiven oder negativen Rückkopplungen. So, und wenn du auf dem Weg nach unten bist, ist es halt sehr schwer, diesen Turnaround zu schaffen. Voll. Und den schaffen die meisten nur durch ein negatives Schockerlebnis. Ja. Mhm. Ja, ja. Es ist irgendwie alles logisch, wie Menschen funktionieren und psychologisch. Es tut mir leid, meine Lieben, ich muss dringend gerade mal kurz aufs Flätschchen. Ich mache euch den Hund an, ich bin so furchtbar. So, da bin ich wieder. Ja, und wir selber einfach bei uns, ne? Das ist das Ding. So, eigentlich wissen wir es ja alle. Ja, klar. Ne? Und irgendwie in der Medizin hast du immer, also du sagst immer schon, wenn du solche Ansätze hast, über Schulmedizin hinaus, dann sagst du, okay, 80% der Patientinnen und Patienten, die verlierst du schon von Anfang an, weil da nicht die Bereitschaft ist. Mhm. Und das muss ich leider auch sagen, da gibt es Studien zu, klar, ne? Stichwort Schulmedizin. Aber ich merke es auch in der Praxis. Ich nehme mir wirklich die Zeit und ich rede über Ernährung und ich, ja, nochmal, falls das einer meiner Patienten oder Patienten sieht, ich liebe euch alle. Aber es ist tatsächlich wirklich so, dass du redest über Ernährung, über Sport, gibt es Pläne mit, gibt es Ernährungssachen, gibt es Tools an die Hand. Und nach 3 bis 6 Monaten merkst du, es ist halt, es hat nicht funktioniert. Und es ist total schwierig auch, aber dann ist ja klar. Und irgendwann. Can't touch this. Kommt dann halt mal die Pille, weil
einfach dann der Blutdruck einfach super hoch ist und du nichts mehr da, also du kannst es halt nicht mehr aufhalten, in dem Sinne, wenn du nichts veränderst. Und dann ist es halt wieder einfach eine Pille zu nehmen. Und diese 80% der Bevölkerung, die verlierst du direkt, wenn du es anders machen willst. Und von diesen 20%, die Interesse haben, da verlierst du es halt noch, mindestens nochmal 10%, weil sie es nicht schaffen, durchzuhalten. Und dann landest du halt wieder, dann sitzt du da auch, wenn du interessiert bist an anderen Methoden oder sagst, hey, es geht auch anders, ist halt ein bisschen schwieriger, dann landest du dann halt wieder, auch ich als so sehr offener Arzt, der dann sagt, okay, gut, dann müssen wir halt jetzt was tun. Ne? Und im Schlimmsten. Alles gut, mir, Carina, alles gut. Aber es ist halt wirklich so, ne? Es ist halt schwierig. Im Fall, wenn es dann schon so weit ist, ja gut, jetzt müssen wir in die Klinik, das ist ein Herzinfarkt. So, ist es dann muss man halt wirklich mal schulmedizinisch ran, das Gefäß wieder freimachen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. So, deswegen habe ich mich so darauf gefreut, vor allen Dingen auch die kritische Meinung von Chris, so ein bisschen mit drin zu haben. Weil, mega, ich finde das geil. Ich finde das so geil, wenn du die Lösung hast, ich mache alles mit dir, ich schmeiß meinen Job hin, mach das unentgeltlich, wenn du mir sagst, wie wir auch nur, keine Ahnung, 200.000 Menschen in Deutschland mehr erreichen können, bin ich sofort dabei. Ja, ich glaube, du hast das kein Problem ja schon angesprochen, ne? Dass 80% im Prinzip wollen sich nicht weiterentwickeln. Ja. So, und das. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Leute sich nicht weiterentwickeln wollen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass sich sehr viele weiterentwickeln wollen. Sie wissen nur nicht wie. Und das Problem ist, überall heißt es, hey, komm, bezahl mich dafür, wenn du Hilfe willst. Und das finde ich halt auch schon wieder etwas, was ich ja absolut unmenschlich finde. Leute, die mich schon lange kennen, wissen das auch. Ich finde, dass die Angebote gratis sein sollten. Was Gesundheit angeht, sollten kostenfrei sein. Man kann Leute, die können natürlich ein Dankeschön dann da lassen, vielleicht in Form von Geld oder was anderem. Aber alles, was mit Thema Gesundheit zu tun hatte, sollte oder zum Wohlfühlen, ja, doch Gesundheit des Menschen beiträgt, sollte kostenfrei sein, weil die Gesundheit des Menschen nun mal unbezahlbar ist. So, und warum soll jemand, der sagt, hey, ich will was besser machen, aber ich kann es mir nicht leisten, das ist wieder so, nach dem Motto, die Reichen dürfen gesund sein, du nicht. So. Und das finde ich echt unfair, weil es arbeiten schon viele Leute dran und versuchen da ja immer mehr durchzukriegen, dass es da Möglichkeiten gibt. Ja. Das glaube ich, ja. Das ist halt das Schwere. Also noch kurz zu sagen, also wer da Info, mal Hilfe, Unterstützung will, egal in welcher Sache, bin nicht allwissend, aber wo ich helfen kann, helfe ich sehr gerne, unterstütze ich sehr gerne, gebe gerne Tipps. Ja. Einmal melden. Das ist ja auch wie mit Persönlichkeitsentwicklung oder so. Das ist eine Bubble, die vielleicht 10% der Bevölkerung anspricht. Ja, das sind diese Leute. Und aber die meisten, ja ist der richtig. Mensch halt gestrickt. Ja. So, gerade diese Diäten sind das Schlimmste, was du machen kannst. Ich sag, verzichte auf nichts. Ist einfach, was du verträgst. So. Und die Sache ist, vieles, was du eigentlich nicht verträgst, verträgst du später, wenn dein Körper gesund geworden ist. Weil viele Allergien auch tatsächlich einfach aus Entzündungen herauskommen, was einfach durch falsche Ernährung, durch Stress oder sonstiges, ja, tatsächlich auch Stress führt zu Entzündungen im Körper, ja, genau, ausgelöst wird, ja. Das heißt, wenn du einen gesunden Lebensstil hast und gesünder wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Allergien verschwinden, sogar sehr, sehr hoch. Das bei jedem Lebewesen tatsächlich. Ich weiß nicht, da muss halt ein anderes Bewusstsein kommen. Ja, und wir können halt nur quasi versuchen, so ein bisschen dieses Bewusstsein zu schaffen oder halt einfach so gewisse Türen öffnen, dass die da mal durchgucken können und dann sehen, ach, dahinter ist ja doch irgendwas. Voll. Und dann selber darin Interesse entwickeln, in diesen Raum halt reinzugehen. Man muss aber auch sagen, dass du ja jetzt wirklich ein Arzt bist, der dann ja auch vorausschauend mit den Patienten umgeht, was ja auch nicht bei jedem Hausarzt so ist. Ne? Also habe ich eigene Erfahrungen mit. Auch so aus dem Familienkreis, gerade so meine Großeltern. Ich weiß, meine Oma ist immer noch auch so in der Haltung gewesen, das sind so die Halbgötter in Weiß und was der Arzt sagt, das ist richtig. Und ich fand den Arzt aber... Ja, auch da, lieber Nils, ist Stress, es gibt positiven Stress und es gibt negativen Stress und es gibt auch zu viel positiven Stress. Also Stress in jeglicher Hinsicht kann immer ungesund sein, auch wenn es dir vielleicht erstmal sehr viel Push gibt,
Das ist im Gegenteil, vielleicht auf Dauer dich trotzdem krank machen. Wenn du schon sagst, du bist so unruhig, wenn du jetzt nicht arbeiten gehst und du eigentlich deinen Urlaub genießen solltest. Mir persönlich würde ich sagen, zeigt es, dass da was nicht stimmt. Weil ich frage mich, warum besuchst du ja nicht all die Leute oder machst das, was du schon immer tun wolltest, was du so oft erzählt hast. Naja gut, der wird es ja nicht hören, aber nein, ich fand den aber nicht Herr cool. Dr. Meyer, Sie waren ein Arschloch. Ich hätte mir so gewünscht, die würden mal den Hausarzt... Geh doch mal den Sinus besuchen, den Marvin. Oder so. Lerne was, bilde dich weiter, keine Ahnung, lies ein Buch, geh raus und genieß die Natur. Keine Ahnung, Leute. Es gibt so viel, was man tun kann. Ne? Was würdet ihr alles in eurem Urlaub machen? Vielleicht könnt ihr den Nils irgendwie anregen. Arzt wechseln, weil ich dachte mir, oh nee, also irgendwie, da gibt es doch bessere Ärzte. Und für die war das aber so, nee, der Herr Doktor. Und so, ja. Die hätten nie, wären nie auf die Idee gekommen, den Arzt zu wechseln, ja, weil das halt für die so... Alter, du hast wirklich Mandarin gelernt. Crazy, so eine schwere Sprache. Mega. Hochachtungsvoll. Das, guck mal, das ist ja noch eine andere Generation, das ist halt, aber das worauf, kann man ja... Klar, bildigen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja nicht jeder Arzt so ist jetzt von der Einstellung nicht. Her, auch wie Sebastian, weil viele geben den Leuten ja gar nicht irgendwie Sachen an die Hand, was sie machen können, weil zum Beispiel jetzt auf meinem Umfeld eine Person, die öfters eine Magenschleimhautentzündung hatte und immer wieder wurde einfach nur Tabletten oder was dagegen gegeben. So. Ich bin mehr die Mathematikerin, ich bin nicht ganz so sprachbegabt, ich kann, wenn ich will, aber... Ich bin schon froh, wenn ich Englisch hinkriege. Wo man denkt, okay, es hat ja eine Ursache auch, warum etwas wiederkehrend auftritt. Und vielleicht hat es eben auch mit Ernährung oder mit Lifestyle zu tun. Total. Und tatsächlich habe ich die Person so ein bisschen drauf gebracht, dass man da vielleicht in der Hinsicht umdenken könnte. Und seitdem hat derjenige das auch nicht mehr gehabt. Was hast du so empfohlen? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich merke das bei mir selber oft, dass ich schnell einen übersäuerten Magen kriege, wenn ich jetzt Fast Food esse, Alkohol trinke, zu viel Kaffee trinke. Ja. Und wenn ich sowas mache, dann gucke ich, dass ich ausgleichend mich auch basisch ernähre. Mhm. Also ich gucke eigentlich eh, dass ich mich basisch ernähre. Aber gerade wenn ich halt irgendwie Alkohol mal oder Fast Food, Süßigkeiten, was auch immer, wenn das halt, wie wir eben gesagt haben, man macht das ja auch bewusst, ist das ja alles in Ordnung, wenn man das bewusst mal macht. Ja. Und dann gucke ich eben, dass ich das aber... mit basischen Sachen ausgleiche halt. Das ist lustig, weil immer, es wird immer so Säure, Basen, ist ja ganz, ganz häufig so in der Diskussion, diese Sachen, also auch vor allen Dingen so komplementärmedizinisch, sage ich jetzt. Ich finde alternativmedizinisch klingt immer so böse, weil das immer so, das wird immer so in eine Schublade gesteckt, so integrative Medizin ist ja eigentlich super. Da ist ja auch wieder, wenn jetzt auch viele Schulmedizinerinnen und Schulmediziner zuhören, klar ist es nicht studienbasiert, aber letztendlich ist es doch total egal, ob das jetzt das Basische ist, was es besser macht, oder die mit sich bringenden Lebensmittel, die einfach vielleicht gesünder für dich sind. Ja. Das ist ja total egal, wie man es schimpft. Weißt du, solange dir damit jemand nicht 50.000 Euro aus der Tasche nimmt, ist doch geil, wenn es dir hilft. Ja, voll. Ja, und ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt aber auch nicht, was man als Schulmediziner daran zu meckern hätte, beziehungsweise als Schulmediziner kurierst du ja einfach nur das Symptom kurzfristig. Also da ist ja... Ja, genau. Also jetzt zumindest auf dieses Beispiel bezogen. Ja, also ich hatte das nämlich bei dir auf Insta gesehen, du hattest ja auch so ein Video gemacht mit irgendwie Sodbrennen. Genau. Und da war ja auch mit drin irgendwie, wenn man zu viel Kaffee oder saure Lebensmittel oder so, ne? Also das ist ja auch klar, dass dann, wenn man wirklich, wenn Leute trinken teilweise so viel Kaffee am Tag, trinken dann abends nach dem Feierabend alle noch Alkohol, aber es gibt Leute, die trinken so viel Kaffee, trinken Alkohol, essen. Ja, versuche ja echt schon weniger Kaffee zu trinken. Ist gar nicht so einfach. Verschwörungstheorie, sehr gut. Jo, mach das. Verschwörungstheorie. Oh, mehr Kalina, da können wir uns ja mal richtig unterhalten. Machen wir demnächst auch mal eine Folge zu, was hältst du davon? Essen ungesund, dass dann ein Magen übersäuert irgendwann, ist eigentlich total logisch. Ja. Eigentlich ist unser Körper ist ja schon sehr, sehr gut und wir bringen eigentlich unserem Körper gar nicht genug Wertschätzung da entgegen. Und weil er so gut funktioniert, malträtieren wir ihn halt teilweise mit Scheiße. Genau. So. Und das ist eben der Punkt, ne? Also warum das, was du sagst, viele
Ärztinnen und Ärzte, glaube ich einfach, dass erstens, also es ist gar keine spezielle Kritik an meine Kolleginnen und Kollegen, aber es ist häufig einfach keine Zeit da und es ist häufig sehr so, auch wenn du es in der Uni anguckst, also ich habe ein Wahlfach für Komplementärmedizin belegt, so, das war kein Teil des Studiums, dass man auch mal über den Tellerrand hinausschaut. Gleichzeitig muss man auch sagen, was natürlich fehlt, ganz, ganz häufig ist so ein bisschen der wissenschaftliche Aspekt, ne, dass man sich das auch mal anschaut, so, warum ist denn der Magen, also da gibt es Studien zu, aber als Beispiel jetzt, was du gesagt hast, warum wird der Magen denn besser? Ist es wirklich, dass die basische Ernährung, sind die Lebensmittel an sich, ist es beim Kaffee einfach, dass der Magen gereizt wird oder ist es, dass es wirklich sauer ist und so weiter. Und das ist so das, was so ein bisschen von den reinen Schulmedizinern so ein bisschen kritisiert wird, dass einfach gesagt wird, wenn wir das jetzt mal auf Krebs beziehen, zum Beispiel einfach reine Statistik, so Chemotherapie, ich finde Chemotherapie total scheiße, klar. Aber wenn du dir das statistisch dann einfach mal anschaust, so für meine Mom jetzt als Beispiel, ne, ich versuche das dann mal auf, wie würde ich handeln für Familienmitglieder, so möchte ich meine Patienten auch behandeln oder für mich selber. Und dann siehst du halt, okay, 70% überleben das mit Chemotherapie und 20 oder 10% erleben das ohne Chemotherapie. So meine Schwiegermama zum Beispiel, die ist super alternativmedizinisch unterwegs, die macht Misteltherapie, die hat zig Psychotherapien gemacht, die hatte dreimal Krebs, darf ich hier sagen, ist abgesprochen. Mirka Lina, du bist ja eine. Ja, ist ja auch mega interessant. Und die hat das mit ganz vielen alternativen Heilmethoden geschafft, aber auch eben mit der Schulmedizin. In der Kombination dann auch, ne? Genau, und das ist eben der Punkt. Ich würde nicht wetten, ich finde es aber auch völlig okay, wenn jemand das macht. Also wenn zum Beispiel jetzt Chris sagt, boah, ich kam damit gar nicht klar, bin ich gleich mal auf deine Meinung gespannt, was du dazu sagst. So, ich gehe lieber mit den 2 von 10 oder 1 von 10, es ist sogar tatsächlich statistisch eher, und hoffe, dass ich es trotzdem irgendwie selber hinbekomme, als mit den 7 von 10. Und das ist so, sind so die einzigen Punkte, wo ich dann so an meine Grenzen komme mit, hey, lass doch mal vorab probieren, das ist cool. Aber wenn wir in diesen Erkrankungen drin sind, da glaube ich, haben dann auch viele, viele Ärztinnen und Ärzte die Probleme mit, weißt du? Wo du dann sagst, da kommt jemand rein, oder jetzt gab es ja diesen Skandal mit der einen, die irgendwie im Knast gelandet ist, weil sie ihr eigenes Medikament irgendwie ohne... Vielen lieben Dank, Tanuki, für dein Follow. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. irgendwie einen Hintergrund entworfen hat und hat das verkauft für 50.000 Euro teilweise krass. An die Menschen. Weil das ist ja auch noch die Frage, die Prozentzahl, die sich gegen eine Chemotherapie entscheidet, die machen ja nicht alle die gleiche Alternativtherapie oder was auch immer. Ne? Da gibt es ja dann ein Becken an Möglichkeiten. Ja, und selber? Voll. Aber ist das, das sind... valide Zahlen, ja? So ja, diese 70? Also so, okay. Ja, das kannst du schon aber, so. Also, okay. Wenn wir jetzt zum Beispiel Brustkrebs uns das anschauen, so ja, plus ja. Minus kannst du das schon, okay, schon okay. sehen, kommt auf den Brustkrebs an, aber so und ganz ohne Therapie, natürlich ist es nicht so vereinfachbar, weil du musst dann sehen, Chemotherapie mit OP, mit Bestrahlung, ohne Bestrahlung und so weiter und so fort. Also es ist schon noch differenzierter, aber einfach, damit man es plakativ mal versteht, ist einfach so das Wetten eher auf über 50% oder eher unter 50% und das eher weit in beide Richtungen. Und es gibt aber, achso, nee, sag du zuerst. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Also, ich fände es spannend, also wie würdest du, also das ist natürlich eine krasse Frage. So. Nee, habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht und kann ich so nicht beantworten, weil es ist einfach was ganz anderes, wenn man dann in der Situation ist. Ja. Ich glaube, die Lösung, oder nicht, die Lösung ist Quatsch, der Weg ist halt erstmal versuchen, das zu vermeiden, dass das Kind gar nicht erst in den Brunnen fällt halt. Ja. Deswegen, ich weiß es nicht, also kann ich so nicht sagen. Ich wäre natürlich, erstmal würde ich auf jeden Fall auf dem alternativen Weg gucken, was es da gibt. Und wenn ich dann aber merke, okay, nee, das scheint nicht zu fruchten oder so, dann würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass ist so ein Krebs fortgeschritten, wenn man eine Diagnose bekommt und so. Ja genau, also ich glaube, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber ich wäre natürlich weiter von der Chemotherapie entfernt als jetzt wahrscheinlich du oder so. Ja. Aber genau, die Frage war aber mit dieser Statistik, ist dann hinten raus, wenn du sagst, die überleben, bla bla bla, ist da auch gemessen die Qualität des Überlebens? Ja. Ja, das geht da mit rein, ja? Ja, ja. Aber ist natürlich, also nach so einer durchgemachten Krebserkrankung hast du halt sowas wie chronisches Fatigue, ne, dass die Leute ständig müde sind, dass Depressionen ist ganz, ganz schlimm nach Krebserkrankung, genauso wie nach Herz-Kreislauf-Erkrankung, also sowas. Also das finde ich halt echt schlimm, ne? Wenn du sowas machst, also etwas Lebensverlängerndes und du solche chronischen Krankheiten dafür aber kriegst, muss natürlich jeder selbst wissen. Ich weiß, ich hätte da keine Lust drauf. Hallo Nils, Baby. Was ist los, Hund?
wie ein Herzinfarkt oder sowas. Die Menschen kommen da einfach nicht mehr raus, weil das so ein schlimmes Ereignis ist. Und dann ist es ja umso schlimmer, wenn du in so einer Depression drin hängst, dann auch noch was für dich zu tun. Wie willst du das schaffen? So. Du hängst eh schon im Loch und müsstest eigentlich was tun, kommst da nicht raus. So Rehabilitation zum Beispiel nach einem Herzinfarkt. Das wäre so gut und es wäre so wichtig, dass du das Herz wieder trainierst, dass du über Ernährung aufgeklärt wirst, über wie kann ich meinen Zucker besser in den Griff bekommen. All das, was wir eigentlich schon so ein bisschen besprochen haben. Und die Leute, wie viele Leute machen keine Reha, weil die einfach so im Keller hängen. Und find mal einen Psychotherapeuten, find mal jemanden, der dich psychologisch begleitet. Das ist ein Gespräch und dann... Ja, aber ich habe, das wollte ich noch kurz sagen, weil ich das spannend finde, bei mir aus dem Umfeld hat eine Person nämlich damals bei der Krebsdiagnose, die sehr fortgeschritten war, hat gesagt, ich will keine Chemo machen. Also weil die Person so eine Angst einfach vor der, nicht weil die jetzt voll auf Alternativ, gar nicht, die hat mit Alternativmedizin eigentlich gar nichts zu tun, aber die hatte einfach so Angst vor dieser Chemotherapie, dass sie gesagt hat, sie will die nicht machen und dann... aber wahrscheinlich auch, also... Weil sie aber jetzt auch die Möglichkeit dieser Immuntherapie hatte. Nee, das wusste sie da ja noch nicht. Ich erzähle das ja gerade noch. Okay, ich dachte, das wäre deswegen. Die beiden sind ja auch. Deswegen wollte ich nämlich gerade sagen. Und dann hat meine Mama aber, weil sie jemanden kannte, der diese, so eine neue Therapieform, die eben auch schulmedizinisch ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, Immuntherapie heißt sie, hat meine Mutter dann geguckt, wo man das in Köln machen kann. Ich weiß noch, dass die... dann die Ärzte im Krankenhaus sogar angesprochen hat und die kannten diese Immuntherapie gar nicht. Die hatten der Person nur Chemotherapie angeboten und ihre Immuntherapie sagten die dann, nee, ist uns gar nicht bekannt, was das ist. Immuntherapie, ist das nicht das, dass du dein eigenes Blut gereinigt bekommst und das dann kriegst? Ich glaube schon, oder? Theoretisch würde ich das auch als gesünder empfehlen. Das ist trotzdem ekelhaft, irgendwie. Und dann hat meine Mutter eine Klinik in Köln rausgesucht, die das anbieten und dann ist die Person auch dort geheilt worden. So. Ja. Also hat das auch ohne Chemo dann auf einem schulmedizinischen Weg geklappt, weil die Immuntherapie greift ja eben nur die bösen Zellen an. Das ist nicht bei jedem machbar, wegen Rezeptoren und so. Es muss getestet werden, aber seitdem empfehle ich das oft Leuten, weil das eben eine Alternative ist, die viele nicht kennen. Und dann hatte ich das nochmal jemand empfohlen und die hat das wieder bei ihren Ärzten angesprochen und die sagten, wieder haben wir noch nie gehört. Oh, wie lange ist es her? Das eine war vor anderthalb Jahren. Krass. Und das andere war 2018. Ja. Krass, ist noch gar nicht so lange. Das ist das Problem, ne? Ich kann euch sagen, es gibt viele, viele Sachen, die Ärzte nicht gehört haben, obwohl es sie seit 30 Jahren oder so gibt. Und da frage ich mich manchmal, haben sie damals in der Schule nicht aufgepasst? Oder sind sie so desinteressiert darin, wirklich Menschen zu helfen, ne? Aber ich finde das sehr traurig, wenn Leute so etwas sowas Wichtiges, sich darüber nicht erkundigen. Und ich finde, das ist genauso wie bei der Krankenkasse oder vielen anderen Berufen, auch sollte ein Arzt sich immer weiterbilden und immer auf dem Stand sein. Ja, weil eigentlich so Immuntherapie, Antikörpertherapie und sowas, das ist ja schon... Gibt es ja schon seit Jahren, wird ja auch viel bei so Autoimmunerkrankungen eingesetzt, aber das kommt halt immer mehr und deswegen ist ja das Coole, dass wir auch in der Forschung ja immer besser an diese, an Krebserkrankungen rankommen und vielmehr einfach nicht den ganzen Körper mit allen Zellen gefühlt zerstören mit dieser Chemotherapie, was ich ja voll zustimme, das ist totaler Rotz, deswegen sage ich, hasse euch Chemotherapie, aber man kann dann gezielt hingehen und es gibt ja immer mehr, es gibt immer neue Tests, da kann man sich testen lassen, wie wahrscheinlich ist das, dass man eine Krebserkrankung bekommt in den nächsten Jahren und so weiter. Das ist halt alles noch nicht ausgereift. Ne? Deswegen kann man da sicherlich noch nicht sagen, hey, mach den Test und dann wirst du nichts bekommen. Aber ich glaube, da kommt einfach so, so viel, dass wir in den nächsten 10 bis 20 bis 30 Jahren echt, also ich glaube, wir hier zusammen werden davon noch mega gut profitieren, ohne sich eben komplett kaputt zu schießen. Ja. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach so, Schulmedizin ist halt einfach manchmal auch schwieriger und deswegen kann ich manche Kollegen verstehen, die dann ihrem Stress das nicht hinbekommen, aber trotzdem sollte man... Wie geht's dir? Wie steht's dir? Ja, aber hier ist alles bestens. Dankeschön. Ja, immer noch den Mensch dahinter sehen. So, und auf jeden eingehen. Und das ist so das, was viele nicht hinbekommen. Ja. Das ist halt. Was haltet ihr von Supplements? So supplementieren? Ja, bin ich auch schwer drin. Ja? Ja. Aber also, was nimmt... Also, da wollen wir darüber quatschen, was man nimmt? So, ja. Ich finde das einfach nur... die Ärzte applizieren die Informationen, welche
habt, studieren in diesen Richtung Medizin, suchen Antworten, denke, die haben auch keine Zeit bei der. Naja, also ich finde halt auch da eigentlich als Pflicht, es ist schon eine Pflicht gegenüber meiner eigenen Patienten, so würde ich das sehen, dass ich mich auch weiterentwickle. Das heißt auch dafür sorge, dass ich die Zeit habe, mich weiterzuschulen und vor allem Sachen, die es ja schon zig Jahre gibt, auch weiterzumachen. Also ich sehe das ein bisschen als Pflicht. Und ich sag mal, das Problem ist ja auch, dass wir so viele kranke Menschen haben, die alle zum Hausarzt gehen müssen. Liegt ja eher an vielen Faktoren, wo halt auch die Ärzte natürlich nicht immer unschuldig drin sind. Aber tatsächlich viel wichtiger halt A, der eigene Mensch, weil viele Leute halt die eigene Verantwortung zu sich selbst gegenüber nicht mehr haben. Und ja, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, das habe ich vergessen. Das war's. Hund. Ja, Müller. Ein Hund steht hier gerade. Warte mal. Was los? Ich will, glaube ich, einfach aufs Bett, weil es zu kalt ist. Nein. Okay, sie wollte wirklich aufs Bett, deswegen. Ist umso leichter, wenn wir ins Bett. Leichtes Fieber ist 39,6, aber nicht. Ja, nee, das ist schon richtiges Fieber. Tatsächlich kommst du heutzutage mit auch mit 40 Grad Fieber nicht mehr ins Krankenhaus. Das ist das Problem. Ja. Also, ja, also wir machen ja auch immer ein großes Blutbild, ja, wo wirklich auch so ein Mikronährstoffbild, ja, dass man wirklich sieht, was fehlt einem vielleicht, ja, auch. Und gerade ich wegen Vegetarierin und so. Ja, voll gut. Ja gut, auch das, ne, wenn man damit anfängt, ist das Klassische erstmal Vitamin D, ne? Mhm. So, wo dann alle, so, ja, gut, dann hast du deinen Vitamin D-Spiegel, ja, hochgetrieben oder auf ein Level, wo es okay, ja, ist. Und ja, es ist unterschiedlich. Also, wenn ihr günstiger an Vitamin D wollt, müsst ihr Champignons essen, am besten pur. Die haben ganz, ganz viel Vitamin D und sind richtig lecker. Ach, Gizmo, das tut mir so leid, du hast gestern schon gekränkelt. Wirklich. Voll süß, dass die Nachbarin das jetzt alles holt. Also ich mach das. Du willst jetzt aber dann gleich nicht streamen mit deiner Krankheit, oder? Also. Das ist nicht jetzt immer alles das Gleiche. Ich mach das mit dem, also ich habe halt so verschiedene Sachen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das zum Beispiel Vitamin B-Komplex, ja, MSM, ja, so cool. Astaxanthin. Ja. Ich würde die ganze Zeit schlafen. Ich würde ins Bett gehen, auf die Couch gehen und schlafen. Ja, da hat Nils recht. Ja, die musst du doch nicht heute machen, oder? Die 43 Level. Wir machen heute PUBG-Rucksack-Tour, aber deine 23 Level. Ich hatte doch... Geh ins Bettchen, lieber Gizmo. Schlafen und gesund werden. So, cool. Dieses Antioxidanz. Wir sind morgen auch immer... Multiminerals, also verschiedene Mineralien. Das merke ich auch manchmal, wenn ich so ein bisschen schummrig bin im Kopf. Aber der Sinn ist ja, glaube ich, auch nicht alles die ganze Zeit zu nehmen, so, sondern auch so ein bisschen kurweise und dann halt gucken, was der Körper braucht. Du kannst dich mitnehmen, so. Jetzt ist natürlich die Frage, was braucht der Körper? Das kann ich natürlich einmal durchs Blut irgendwie ein bisschen feststellen, aber auch da ist ja die Frage, im Blut heißt ja nicht, dass es in den Zellen ist. So, auch das ist ja alles, letzten Endes ist das alles wie dieses ganze Ernährungsthema. Irgendwo ist es ein Stochern im Nebel. So. Ich weiß halt nur natürlich, ich kriege durch die Nahrung, durch die ganzen degenerierten Böden und so weiter und so fort, kriege ich nicht die Nährstoffe, die ich brauche. Ja, ja. So, deswegen muss ich da irgendwie gucken, dass ich ein bisschen was mehr reinkriege. Genau, und was ich dann genau mache, mache ich ein bisschen mit dem Muskeltest. Also, ne, und das ist halt wieder ein bisschen aus der ESO-Ecke, wenn man so will. Ja. Wobei, kenn ich nicht. Gut, dann machen wir vielleicht irgendwann mal einen Podcast zu, da habe ich auch ein paar gute Geschichten zu. Mhm. Weil ich ja auch, ich teste ja auch, ich bin ja auch Universumsforscher. Pendelst du? Nee, das funktioniert, also ich mach's, wer anders macht's bei mir. Ja, so, okay. Weil dieses eigene, das ist noch das Ziel, wo ich versuche hinzukommen. Ja. Genau, bin ich aber noch nicht. Ja. So, deswegen mache ich das mit wem anders.
Und genau, und gucke halt da, was der Körper braucht. So. Aber lass da auch ein bisschen mein Gefühl mit reinspielen. So. Wenn da jetzt rauskäme, ja, diese eine Pille 10 Stück am Tag, ja. Dann weiß ich, und, ne, und da steht eine Dosierung von 1 drauf, dann ja. Weiß ich nicht. Aber ansonsten lasse ich mich ein bisschen darauf ein. So. Ich bin aber auch, der Punkt ist, ich habe ja auch nichts. So. Ich bin ja gesund. So. Deswegen, ja. Das ist alles so Vorsorge. Aber grundsätzlich bin ich schon davon überzeugt, dass man, ja, wie viel, darüber kann man reden, aber dass man supplementieren soll und muss. Ja. So. Ja. Zum Beispiel habe ich gestern das gesehen, was gesehen mit Antioxidantien, weil ich dachte, okay, da kann man ja, es hat keinen negativen Side-Effekt. Genau, und da ging es aber darum, dass der Körper auch, um Energie in den Zellen herzustellen, ja auch oxidieren muss. Und dass du deswegen halt auch, wenn du zu viel Antioxidantien könntest, auf dein Energielevel, ja. Also ne, letzten Endes, das Leben ist irgendwie eine Balance und immer der Ritt auf der Rasierklinge und mit den Sachen ist es auch so. Deswegen das Einzige, wo man sicher sein kann, ist, lass die Scheiße weg. So, weil das ist so Quecksilber im Blut. Da ist nicht, dass ich sage, ist aber gut, ein bisschen Quecksilber drin zu haben. Ja. So, deswegen, Entgiftung ist natürlich jetzt auch noch ein Thema dann. Voll. Ja, oder da auch so. Weil wir halt zwangsläufig die Scheiße. Was wir alles aufnehmen, außer über Ernährung. Genau, was wir halt eh aufnehmen. Und klar, die Gegenseite sagt dann immer, der Körper kann entgiften. Ja, er kann zum gewissen Grad entgiften, aber nicht in der Menge, die wir, also, der wir ausgesetzt sind. Ich habe ja früher immer bei Deos gar nicht drauf geachtet und da war dann halt. Der Nils kommt zu dir, der hat eh Langeweile, der kommt zu dir, deckt dich zu. Und vielleicht macht er dir auch Tee. Also ich habe gehört, denn jetzt kannst du da mega gut kochen. Vielleicht macht er dir ja so ganz hübsch. Wie sieht es aus denn jetzt? Immer mit Aluminium. Und dann hatte ich das ja im Blut halt. Dann hat, also konnte mein Arzt das halt im Blut nachweisen. Und der war sehr hoch, der Aluminiumwert. Und dann habe ich das weggelassen. Ein Jahr später wieder Blutbild gemacht. Und dann war der Wert also krass, ne? Weg. Ja, Quecksilber oder auch Weichmacher und so aus den ganzen Plastikflaschen. Ja. So, das ist halt. Aber jetzt kommen wir wieder an den Punkt. Also ich finde es, ich bin total, also ich finde sowohl, was wir ja gesagt haben, so in die eine wie in die andere Richtung. Also das Einzige, was ich halt echt gar nicht gut finde, wenn Leute einfach so Supplements nehmen, im Sinne von, es gibt ja echt diese, wo einfach alles einmal drin ist und einfach einmal durchnehmen und das dauerhaft nehmen, so nach dem Motto, viel hilft viel. Weil du hast es ja schon perfekt gesagt, es gibt halt einfach, man muss das so herausfinden und so wie du es beschrieben hast, ist es doch perfekt. Ob das jetzt Pendeln ist, ob das jetzt eben durch andere Methoden, wo du einfach so mehr... Leute, wenn ihr Supplements nimmt, würde ich auch selbst empfehlen, von Neha, nehmt mal, guckt, ob es euch hilft, aber nehmt sie nicht dauerhaft. Macht immer, auch immer 1-2 Tage Pause, nehmt wieder was und so. Sein habt riesige Mangelentscheidungen, die wirklich schon im Blut zu sehen sind. Aber ansonsten Supplements nur geringfügig, weil der Körper kann vieles selbst herstellen. Der Körper kann durch normale Ernährung fast alles aufnehmen. Wer jetzt keine mega Supersportler seid, braucht ihr auch gar nicht so mega viel. Du brauchst einen Hopfen Blütentee. Oha, aber bei dem Fieber, lieber Nils, kann das eher, bitte nicht. Dann stirbt er uns noch, beziehungsweise dann geht es ihr am Wochenende noch schlechter. Nein, nein, bitte nicht. Merkst, okay, das tut mir gut, ist ja völlig fein, so, solange du deinen Körper in deinen Körper hineinhorchst und im schlimmsten Fall hast du es halt nicht gebraucht. Weißt du, was ich meine? Also gerade wenn du so, wenn ihr regelmäßig Blutbilder macht oder wenn ihr große Blutanalysen macht, das Blutbild ist ja immer, Blutbild ist ja ganz klein eigentlich. Genau, wir machen das, das muss man ja auch eigentlich selber bezahlen. Und das ist halt der Punkt, was man so, was ich so ein bisschen, also was ich so schwierig finde, weil sag das mal irgendwie in einer Familie mit irgendwie einem geringen Budget, so ein Labor, ich weiß nicht, was es bei euch kostet, aber das ist schon weit über 100 Euro, was du in die Hand nehmen musst, wenn du alles machen willst. Ja, 100 Euro wäre, glaube ich, wenig. Ja, deswegen sage ich ja. Und ich versuche das auch, weil wie gesagt, in Solingen ist halt einfach die Praxis in Solingen und manchmal ist es halt einfach, weiß ich auch, da gut, da hat jetzt niemand nicht mal eben so 500 Euro oder 1000 Euro, 800 Klar. Euro, was die kosten. Voll. Und dann versuchst du dich halt so ranzutasten. Mhm. Aber natürlich, man kann viel, viel geilere Sachen noch machen. Mhm. Ja. Und ich habe aber ich habe ganz schnell nur wegen Kohle. Ich weiß, früher, als ich halt so. Wenn du krank bist, solltest du aber auch nicht zum Zahnarzt gehen. Du steckst doch alle Leute an. Ruf die an und sag, du bist krank. Nein, Nils, das kann total in die Hose gehen damit, mit dem Alkohol da drin. Nee, das machst du doch nicht wirklich. Doch, wenn ich jetzt mache, das könnte ich mir doch vorstellen. Super wenig verdient habe und so, habe ich aber dann lieber mir nicht irgendwie noch ein paar neue Klamotten gekauft, sondern lieber auf was gespart. Also es
so zum Beispiel Gesundheit ist ja eine Investition in die Zukunft. Voll. Wenn man dann lieber sich ein großes Blutbild gönnt, als irgendwie irgendwelche neuen Sachen, die man eigentlich eh nicht unbedingt braucht, dann investiert man halt echt langfristig. Voll der schöne Ansatz. Ja. Chris sagt immer, das ist eine Investition in dein Leben. In dich selbst, ja. Ja, ja, mega. Also das ist ja das, was ich auch, also ich sage das jedem Patienten und jeder Patientin immer, lass doch mal so ein bisschen mehr machen. Und das darf ich jetzt im Podcast natürlich nicht sagen, dass man natürlich auch immer so Möglichkeiten hat zu gucken, dass man halt ein bisschen mehr macht und guckt. Ne? Die gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Aber irgendwann sind da halt auch Grenzen. Ne? Also die Krankenkasse guckt mich so an, wenn da auf einmal steht, ja, der Patient brauchte das. Und dann kommen wir wieder an die Grenzen der Schulmedizin. Und es gibt jetzt auch ganz, ganz viele, die das bestimmt kritisieren, wenn die diesen Podcast hören oder sehen, von meinen Kolleginnen und Kollegen, die einfach sagen, das ist halt nicht wissenschaftlich bewiesen. Und das ist immer der Kritikpunkt daran, weil einfach sagen, hey, das muss wissenschaftlich standhalten. Statistisch muss das Sinn ergeben. Und ich bin immer so ein bisschen zweigeteilt. Also klar, es muss alles irgendwie wissenschaftlich analysiert werden, weil es natürlich auch mal eine Gefahr sein kann. Du kannst, wenn du ein Supplement vielleicht nie ausgetestet hast und nie weißt, was das für Sachen machen kann, dann, und es ist letztendlich irgendwie dann doch was, wie, sagen wir mal, Antioxidantien hätte man herausgefunden, können, keine Ahnung, dich umbringen. So. Mhm. Und du nimmst es einfach. Deswegen ist ja Wissenschaft wichtig, aber man muss trotzdem auch mal gucken, was hilft dem Menschen, weil wir sind ja trotzdem irgendwie Individuen, die nicht alle gleich ticken. So. Wir sind keine Maschinen. Ja, und das ist so, das finde ich, was man so ein bisschen mit berücksichtigen sollte in der Medizin. Ja, voll. Und auch Wissenschaft, wenn man jetzt an das Thema reingeht, muss man halt gucken, wer finanziert. Was? Fieber hilft auch Wanne mit warmem Wasser am Anfang und dann fängst du mit kaltem Wasser bis geht. Nee, also das würde ich auch. Also ich persönlich, also man kann das ja gerne versuchen. Ich glaube, da würde ich sterben. Ich hasse kaltes Wasser. Geh weg damit, da friere ich ja so schon an den Gedanken. Ja, Nils, das hat man mir früher auch erzählt. Ich kann dir sagen, ich bin dadurch nur noch kränker jedes Mal geworden, weil das Ausschwitzen dort mit Alkohol ist nicht gut. Du kannst heißes Wasser oder heißen Tee nehmen, aber du sollst den Alkohol eigentlich weglassen. Weil das theoretisch dein Immunsystem kaputt macht. Alter, ich habe irgendwas, vielleicht habe ich auch zu viel Alkohol drin gehabt. Aber wie funktioniert das nicht? Ich werde dann immer noch mehr krank. Wow. Ich kenne das eher mit Zwiebelsaft. Zwiebelsaft ist immer sehr, sehr gut. Schwitze alles, außer du stinkst richtig. Nicht betrinken? Ja, vielleicht war das mal ein Problem. Scheiße. Finanziert die Studien und so, ne? Also, voll. Und ja, also ich glaube, gut, ich meine, ich habe ja selber auch schon geforscht und unabhängig davon ist natürlich ein bestimmtes Ergebnis lieber als ein anderes Ergebnis, aber so zumindest aus der Forschung, die ich bisher mitbekommen habe während des Studiums oder auch wenn man selber geforscht hat, wir haben einen Studentenjob bei der Nationalen Kohorte damals gehabt und das war so eine Gesundheitsstudie vom Bund. Klar, wenn man sich das anschaut, wer ist da noch an Fördergeldern im Bund mit drin? Da hast du immer irgendwas, wo du bei Pharma oder sonst wo landest. Aber forschen durften wir schon relativ rein. Also wurde nichts manipuliert oder so weiter. Aber das ist ja genau der Punkt. Das sind ja so Feinjustierungen auf diesem langen Weg. Du kannst es ja teilweise gar nicht einfach so feststellen. Weil wenn du bei 100% Gesundheit bist und erst bei 30% passiert was, dass du krank wirst, das hier sind so kleine Nuancen und es sind 70%. So, und da muss man, glaube ich, einfach selber lernen, auf seinen Körper zu achten. Ja. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Du merkst erst, dass du ein Defizit hast, wenn es eigentlich zu spät ist. Deswegen musst du vorher, also wenn du schon Kleinigkeiten merkst, guck, informier dich, sonstiges, woran das liegen könnte, probier es aus, aber wenn, dann nimm es auch nicht dauerhaft, sondern immer mit Pausen dazwischen nimmst du einen Tag oder erstmal eine Woche durch und dann machst du wieder Pause, guckst, wie es dir geht, dann nimmst du wieder mal und so weiter, aber das ist dauerhaft, also du merkst halt, wie gesagt, erst gerade bei Ernährung erst nach vielen, vielen Jahren. Ja, es geht ja nicht um Alkohol per se tatsächlich, es ging hier jetzt, wenn jemand wirklich krank ist.
wenn jemand schon sehr krank ist, bettlägerig. Darum ging es hier. Aber hi, schön, dass du da bist. Genau, also es gibt ja auch Hopfen, ist ja eh nochmal was anderes. Hefe ist ja auch ein Mittel, das theoretisch sehr gesund für den Körper ist in einer gewissen Menge. Naja, ich bin ja halt nicht so der Biertrinker. Ich bleib dann lieber bei meinem Schnäpschen, bei meinem Wodka oder so. Das ist, glaube ich, ja auch die Quintessenz dieses Podcasts, so, ne? Ja. Was auch gesund ist. Was heißt, du musst, aber nimm deine Gesundheit selber in die Hand. Voll. So. Das ist der wahrscheinlich der einzige Weg. Und zum Beispiel ist es doch so, dass Ernährung ja nicht im Studium, im Medizinstudium vorkommt, ne? Obwohl das ja eigentlich wissenschaftlich belegbar was einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Also natürlich lernst du, was sind Kohlenhydrate, was machen Proteine, was machen Aminosäuren, was machen... Wieso nichts? Wieso? Sagen wir mal, was machen Vitamine, also grundsätzlich, was machen Mikronährstoffe, was macht welcher Stoff, wofür ist Selen im Körper zuständig, was machen Antioxidantien, das lernst du schon alles so in Biochemie. Aber es spielt halt nicht so die große Rolle. Gerade das hast du in der Vorklinik, da bist du irgendwie, keine Ahnung, teilweise 19, 18, studierst das. Und hinten raus mit 25, 24 geht es eigentlich eher darum, wie du einen Herzkatheter machst. Deswegen ist die Allgemeinmedizin oder der Hausarzt auch gar nicht so beliebt unter den Ärzten, weil es ist halt nicht fancy. Also du machst halt keinen Herzkatheter, schneidest keinen Menschen auf, du operierst nicht einen Darm. 36 Tabletten am Tag. Alter, was hast du? Bist du 80? Oder bist du todkrank? Das wären jetzt so, also sehr crazy. Akute myeloische, achso, die Leukämie. Ach, da hatten wir, ach Mist. Shit. Dämlich. Kommst du gut damit klar? Jetzt mit den Tabletten? Arm raus. Du bist nicht der krasse Neurochirurg und alles braucht dann halt auch teilweise Zeit und das catcht junge Menschen einfach nicht. Also Ärztinnen und Ärzte. Deswegen ist auch so ein Mangel da. Ne? Und das finde ich gerade geil. Also was gibt es denn geiler, als wirklich jeden Einzelnen zu sehen, wie er vielleicht ein Stückchen in seinem Leben besser leben kann. Ne? Ja, und gerade diesen Überblick zu haben, ne? Dieses Allrounder, weil im Leben musst du ja auch Allrounder sein, wenn du es wieder auf das ganz große Rad beziehst. Ja. Wenn es darum geht, im Leben glücklich zu sein, dann ist ja Gesundheit ein Teil des Ganzen. So, ne? Aber auch soziale Beziehungen und Geld, Berufung, bla bla bla. Ja. Wenn du in einem Bereich total überproportional toll bist, aber der andere, also viel Geld, tolle Freunde, aber keine Gesundheit ist scheiße. Ja. Tolle Gesundheit, tolle Freunde, gar kein Geld ist auch scheiße. So, also ne, du musst ja in allen Bereichen, ist es ja besser, auf ein mittleres Level zu kommen, als in einem Bereich total krass. Und das ist ja dann im Prinzip auf diesen Aspekt Gesundheit bezogen, ist das ja das, was du dann in dem Sinne machst. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch das. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr einfach voll viel Feedback bekommen werdet für diesen Podcast. Oder ich hoffe das. Also bitte alle mitmachen und einfach mal, also lieber aktiv werden. Und von mir aus auch 1000 Fragen stellen. Ihr könnt mich auch weiterleiten. So, ich werde bestimmt nicht alle beantworten können, aber dass wir zusammensetzen und sagen, hey, wenn das irgendwie, und selbst wenn es nur 10 Leute sind, die schreiben, so, hey, lass doch versuchen, diesen Menschen so ein bisschen weiterzuhelfen. Das Thema Chemo hatten wir ja auch schon und das Chemo eigentlich sehr, sehr viel zerstört. Warte, wie hieß das andere, was eigentlich meist sehr gut geht? Immuntherapie, das ist eigentlich für die meisten sogar eine Immuntherapie gibt, die nicht so schlimm ist. Ich persönlich muss sagen, ich würde auch keine Chemotherapie machen. Weil auch wie hier gerade schon gesagt wird, dass eine Chemotherapie meist viele chronische Krankheiten nach sich zieht. Dazu eine Immunsystem, die zwar nicht bei allen möglich ist, aber schon mal bei vielen möglich ist, wenn es der Arzt kennt, da viel besser ist, viel gesünder ist. Ja. Aber freut mich sehr, dass du da sogar eine Spende empfangen hast. Also tatsächlich, Hut ab, dass du das machst. Wie gesagt, ich würde keine Chemo machen. Ich würde das nicht lebenswert sehen. Ich weiß, dass viele Leute mir sagen würden, mach eine Chemo. Du musst das doch tun, aber ich würde es nicht machen, weil ich das nicht sehr lebenswert empfinde. Und auch es ist ja meine Gesundheit, mit den Problemen später zu leben, chronischen Krankheiten und. Auch dieser Weg. Ich glaube, ich würde es dann eher vorziehen, entweder eine andere Art der Therapie, wenn es möglich ist, oder vielleicht dann auch gar nichts. Da kriege ich direkt wieder Halsschmerzen. Ui. Ich darf es offiziell zum Beispiel auch bei mir bei Insta oder so, ich darf offiziell gar nicht behandeln und beraten. Das ist mir eigentlich verboten.
aber ich gucke halt schon, dass man es halt dann irgendwie macht, dass es rechtlich in Ordnung ist. Weil ich mir halt einfach denke, hey, wie geil, da ist jemand, der wird aktiv und der will irgendwie Hilfe. Hat Interesse. Genau, hat Interesse und das ist doch geil. Also ich meine, wir quatschen darüber nicht einfach, weil wir Bock haben, darüber zu quatschen, sondern weil wir irgendwas bewirken wollen. Und deswegen mega. Also wenn jemand Bock drauf hat, bitte gerne melden. Und ich glaube auch zum Beispiel, was wirklich wichtig ist, dass man sich so, man sagt ja mal der Arzt des Vertrauens und du hast ja eben auch mal darüber gesprochen, irgendwie so ein Vertrauensverhältnis auch zwischen Patienten und Arzt, dass das super wichtig ist und dass man wirklich einfach darauf, also viele Leute achten, glaube ich, zu wenig drauf, zu welchen Ärzten sie gehen und die sagen sogar, ja, mein Arzt ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so begeistert, aber das, da bin ich jetzt halt schon die letzten Jahre. Ich bin ja nicht krank. Genau, aber gute Ärzte sind so wichtig und dass man wirklich einfach schaut, wenn ich bei irgendwem mich nicht so gut aufgehoben fühle, dass man halt weiter guckt, dass man woanders hingeht. Da sind wir auch wieder beim Thema Selbstverantwortung in der Suche der Person, die mir hilft. Voll. So. Das ist wie mit Psychologen. Kannst du auch nicht einfach zu irgendwem gehen. Ja. Obwohl es da ja eben sehr schwer gemacht wird, dann, wenn man dann Alternativen sucht. Irgendwie. Ja, aber genau das ist ja der Punkt und das ist so, sehe ich auch für mich so als Aufgabe. Meine Freundin und also Freunde, die, bis auf vielleicht die so im Influencer-Business sind, aber sonst alle anderen, die sagen immer so, ja, komm, ne, jetzt machst du Fernseher oder jetzt machst du irgendwie Insta und hast ein paar Follower oder so. Aber das ist halt, das ist mir eigentlich scheißegal. Also ob du jetzt 10, 100, 1 Million Follower, das ist ja total egal. Das Einzige, was ich daran geil finde, ist halt einfach, dass du voll viele Menschen erreichst und das über zum Beispiel ein Video oder auch wie viele Menschen dann schreiben. Ne? Also wenn du dann eine Story hochlädst, ist so ein cooles Engagement und da kommen so coole Diskussionen raus. Und mir ist auch egal, ob mir jemand sagt, ich darf nicht antworten oder so. Was willst du mir das verbieten? So, solange ich sage mal vorher, hey, pass auf, nee, geht nicht, ne, ich darf das eigentlich nicht, aber versuch doch mal irgendwie. Und das ist, finde ich, so geil, dass wir heutzutage einfach viel, viel bessere Möglichkeiten haben, einfach Selbstverantwortung zu übernehmen und Eigenverantwortung, wenn es mit dem Arzt nicht passt. So. Ja, er ist ein Hausarzt tatsächlich, der da besprochen wird. Also es geht hier eigentlich über das Thema gesunde Ernährung bzw. Zucker und auch warum ein Orgasmus pro Tag dich gesünder macht. Und deswegen redet er auch darüber. Und also deswegen gibt es hier gerade, deswegen ist auch der Titel, was können wir tun, um lang gesund zu bleiben, zumindest hier. Ihr seht das gerade nicht, welche Ding oben da habe. Und ausmachen könnt ihr. Dann informier dich halt weiter. So. Und es gibt sicherlich auch gute Heilpraktiker. So. Es gibt Leute, die da richtig gut drin sind in dem Thema, die sich super gut eingearbeitet haben. Oder gibt ja auch, also zum Beispiel habe ich auch einige Ärzte, die Schulmediziner sind mit einer Heilpraktiker-Zusatzausbildung oder so. Noch besser, wo einfach dann Medizinstudium nochmal hintersteckt. Ja. Aber trotzdem ist auch da Eigenverantwortung für den Beruf selber auch. Also du kannst studiert haben und dann einfach dein Leben lang gar nichts mehr machen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Für mich bedeutet es, wenn ich ein Arzt sollte sich auch weiterbilden für seine Patienten. Wenn er das nicht tut, dann ist er vielleicht, hat er vielleicht ein Diplom, aber ist danach kein richtiger Arzt mehr, weil er ja doch sich gar nicht mehr mit den Kriterien befasst und auch nicht mit der eigentlichen Praxis, weil jeder Mensch ein bisschen anders ist und es gibt zig Krankheiten, die sogar teilweise sehr selten sind. Und wenn jemand zu mir kommt und ich weiß doch gar nicht, wie ich ihm perfekt helfen kann, weil ich diese Diagnose noch nicht stellen musste, dann finde ich es in der Pflicht des Arztes, dass er sich diesbezüglich das Wissen aneignet oder zumindest das Wissen darüber aneignet, wo er mich hinschicken kann zu der Person, die mir hilft. Und leider gibt es hier wirklich sehr, sehr wenig gute Ärzte. Das muss ich leider auch schon sehr oft feststellen. Und es ist wirklich sehr schwer manchmal, je nachdem, wo du wohnst, einen guten Arzt zu finden. Und man sollte einfach nicht aufgeben, wenn man was hat. Weiterbildung und dich weiter einlesen, dann bist du sicherlich kein guter Arzt oder keine gute Ärztin. Aber wenn du... Das ist halt im Leben, lernst du immer dazu. Und das ist doch geil, wenn du das nutzen kannst, um Menschen zu helfen. Toll. Deswegen, ich finde das mega geil. Also deswegen war ich auch direkt so in Love mit euch beiden, weil einfach, als wir gesprochen haben und das kam so in diesem Gespräch raus, ich meinte, ey, so, wir wollen das nutzen, um irgendwie einen Benefit für die Leute auch so mitzubringen. Und wie du schon sagst, die Leute mit an die Hand nehmen und vielleicht gehen sie dann den Schritt. Das ist so geil. Das ist mega.
Dein Hausarzt praktiziert Naturheilkunde. Ja, das finde ich sogar sehr wichtig, weil heutzutage finde ich Naturheilkunde auch eigentlich für mich schon zur Schulmedizin gehören sollte. Ist natürlich leider nicht so. Die studieren ja eh schon sicher. Wie lange sollen sie noch studieren? Diese, wie hat er das jetzt gesagt? Andere Medizin, diese natürliche Medizin, zuerst als Fokus zu nehmen. Habe ich auch das Gefühl, dass immer mehr zu den Ärzten kommt. Gerade zu denen, die jetzt so, sag ich mal, so fertig sind mit dem Studieren oder die jetzt so wie er ist ja noch ein recht junger Arzt, zumindest wirkt er so. Ich weiß nicht, wie lange er schon in seinem Dings ist, aber dass die da halt immer mehr drin sind und das auch Gott sei Dank weitergeben, ne? Solange, wenn er dir richtig hilft und du dich wohlfühlst, ist das alles, was das zählt, ne? Ja. Wow, das macht ihr so gut eigentlich. Das können wir gar nicht. Ja, danke Ja, schön. du auch. Ja, Ja, aber ihr habt ja nochmal eine andere Reichweite, ne? Das ist wir einfach haben eine cool. andere Das ist, Zielgruppe halt, ne? genau. So. Ja, das stimmt. Ist natürlich auch eine große Verantwortung, aber ich meine, viel kann man da nicht verkehrt machen, Wir solange man propagieren helfen eigentlich kann. letzten Endes auf allen Ebenen immer die Selbstverantwortung. Ja. So, das kannst du, wie gesagt, auf alle Ebenen Ich meine, das beziehen. war bei euch im Buch ja auch so, oder? Da Ja, ging es ja das auch ging ja darum, da haben genau wir auch darum. drüber Ja. gesprochen, dass ihr meintet, Ja. so, das war eigentlich so die Idee, wir wollen einfach den Menschen so ein bisschen sagen, was haben wir für Erfahrungen gemacht, was Ja. hat uns geholfen. Ja, Genau, klar. genau. Genau. Und halt Bewusstsein schaffen, halt, wie ich eben diese Metapher hatte mit Türen öffnen. So. Eine Tür aufmachen, zeigen, da ist was hinter. Ja. Und damit Interesse wecken und dann hoffentlich die Leute quasi ja, inspirieren, dann da selber mal reinzugehen, weil den ganzen Raum zu zeigen, das kannst du nicht in einem Buch, das kannst du auch nicht im Podcast. Ja. Ja, aber Und erstmal, dass die Leute überhaupt so ein. sehen, dass da eine Tür ist. Ja. Deine Oma ist 97 und die ist beim gleichen Arzt. Ja, auf jeden Fall habt ihr gute Gene. Ja, genau. Wo was hinter ist. Voll. Ja, das. Ja. Und es ist halt Voll. auch wichtig, dass du nicht, also fangt nicht an, nur weil ihr irgendwie das Gefühl habt, okay, ich will da und dahin und du siehst irgendwie die perfekte Influencerin oder den Influencer auf TikTok oder Instagram, der alles perfekt macht, wo alles gut läuft. Da steckt manchmal so, so viel mehr hinter. Das ist Ja, vor allem klar, das ist super Arbeit. Alles stressig, ist dieser Arbeit, Job, Leute. aber das ist deren Job, dass es so perfekt aussieht. So, das ist einfach deren Job. Das heißt, das muss so sein. Die können es gar nicht anders zeigen, außer dass wenn man mal so ein bisschen Real Talk machen will, aber das will keiner sehen, nur Real Talk. So, und deswegen macht euch nicht davon abhängig, dass ihr da sein wollt, sondern fangt bei euch an. So, genauso wie, deswegen meine ich das mit der Teflonpfanne. Ich finde es mega geil, wenn jemand schon da vorne ist, aber wenn du doch sagst, so, hey, ich mache Sport, du musst doch nicht ins Fitnessstudio gehen, nur weil alle sagen, geh ins Fitnessstudio. Wenn du keinen Bock auf Fitnessstudio hast, dann lass es Fitnessstudio sein, dann mach irgendwas, worauf du Bock hast. Wenn du Bock hast auf, keine Ahnung, Hobbyreiten, Pony, wie heißt das, wo die mit ihrem Pony, was kein Pony ist, mehr reiten Reitetieren. oder so, das habe ich Ach letztens so, gesehen, was voll kein geil. Pony ist? Ja, Nee, das weiß genau, ich nicht. mit so einem Stock einfach nur, Ach so, voll geil, das ist witzig. so Ja, weil es gibt Gegenreiten. so viele Sportarten, die auch Spaß. Wisst ihr, was der meint? Ich glaube, ich weiß nicht, was der meint. Ich glaube, ich kenne das nicht. Was mein Stock ist. What? Spaß machen, wo Ja. man gar nicht so richtig merkt, dass man Sport macht, ne? Ja, Die man auch genau. so mit anderen Leuten zusammen Genau. machen So kann. Matratzensport oder so, ne? Ja. Bei dir. Hobby-Hurling, nennt sich das so? Und was mache ich denn? Todescringe? Müssen wir uns, glaube ich, nachher mal angucken. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Hobby-Hurling. Hört sich aber auf jeden Fall witzig an. Das ist so wie die kleinen Kinder, die dann sich so ihren Besen dazwischen oder. Ja? Ja, warum denn nicht? Komm vorbei, wir machen das auch. Ich habe ja am Wochenende, wie gesagt, habe ich Dings, Charity-Event von Freitag bis Sonntag. Ja, ich brauche ein bisschen Unterhaltung. Auch Ja, das, genau. bitte macht Das Matratzsport. Wenn man meintest du eben ultra mit, viel du machst Muskeln. wenig Sport, ja? Ja, genau. Ich mache Armtraining. Soll ich kurz einfach schon mal rausgehen aus dem Podcast? Nein, aber es ist ja so. Auch gut, ne? Ja. Bitte, macht Liebe. Das ist Mach super. lieber, Verbrennt das ist. Kalorien. Knutschen verbrennt super viel Kalorien. Wirklich jetzt. Ich weiß nicht, was Ja. verbrennt. Knutschen, Leute, knutschen, knutschen um die Welt. Außerdem ist im Immunsystem Küssen ist tatsächlich diese Glücksgefühle so helfen auch dem Immunsystem. Sie stärken das Immunsystem. Das ist also nicht nur Fettverbrennung, es steigert das Immunsystem. Gibt Cop-Pro-Meisterschaften YouTube. Geil. Müssen wir uns doch einmal angucken, oder Leute? Müssen wir uns angucken. Ein Kuss, ich Erinnere glaube 20 Kalorien, wenn man Ja? ausgiebig küsst. Okay. Mhm.
Also deswegen, fangt an zu knutschen. Wie, und Selbstbefriedigung? Okay. Nein. Wie viele Kalorien verbrennt das? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist immer interessant. Ich glaube, sie will direkt loslegen, oder? Sie will, glaube ich, direkt loslegen und knutschen. Das ist ganz schön. Auch das, bitte. Ja, das, tatsächlich gibt es viele Studien, die zeigen, also zum Beispiel habe ich jetzt Männer, die regelmäßig zum Orgasmus kommen, haben ein deutlich geringeres Risiko für einen Herzinfarkt. Ja, das glaube ich. Was ist denn die optimale? Prostatakrebs. Männer müssen zum Orgasmus kommen, aber insgesamt ist Orgasmus. Einmal gab es eine Studie, die Studie war jetzt nicht so toll gemacht, aber das ist tatsächlich belegt. Ne? Ah, okay. Warum das jetzt ist durch Prostatastimulation oder sowas, so weit bin ich da nicht im Thema, ne? Das weiß ich leider nicht, aber Selbstbefriedigung. Und bei Frauen zum Beispiel genauso, Menstruationsbeschwerden können durch Masturbation und Orgasmen Und Joyce, du hast mir eben noch erzählt, dass du heute... Das ist jetzt voll praktisch. ja, Menstruationsbeschwerden. Ja, dann auch. Dann enden wir jetzt. Nein, aber es ist tatsächlich... Gab es eine Studie zu? Aber wenn du das noch nicht wusstest, ist es tatsächlich nachgewiesen. Das ist ja auch so. Deswegen, Sport für Frauen ist ja allgemein, alles was aufs Beckenbodentraining ist, sehr, sehr wichtig, gerade um Menstruationsbeschwerden vorzubeugen. Und auch vielleicht, um Orgasmus überhaupt zu erleben, wenn wir zu diesem Thema sind, ist auch tatsächlich nachgewiesen. Hallo Bella. Kommt genau zum richtigen Thema, die Bella. Die ganze Zeit versteckt sie sich schon, wenn es denn hier um das Thema Liebe machen geht. Yes. Horny Boink. Er schreibt schon mit. Okay. Jeden Tag. Ich kann dir sagen, es ist nachgewiesen, Bella. Ha. Vielleicht sollten wir mal darüber reden, warum es bei dir dann nicht funktioniert, dass du normalerweise... Also, das ist tatsächlich... Also, die meisten machen es ja nicht mal während der Menstruation im Sex, obwohl dieses Zusammenziehen, gerade bei dem Orgasmus, ja, ist danach ja eine Erlösung. Der Muskel entspannt sich schon gerade alleine. Deswegen sind deine Muskelbeschwerden danach eigentlich weg. Allerdings, wie gesagt, wenn du schon sehr viele andere Probleme hast, solltest du das einfach öfter praktizieren. Also Beckenbodentraining machen und so. Ja. Sollten wir über deine Beckenboden vielleicht mal sprechen, mein Lieber? Oh, jetzt sehe ich, was das Problem ist. Das Kabel meiner Cam. Hallo. Jetzt wieder. Nein, nicht hier. Okay. Nein, ich hab eben gesagt, dass ich früher hatte ich nie, wenn ich meine Tage hatte, hatte ich nie, also eigentlich bis vor 4 Monaten hatte ich mein Leben lang nie Schmerzen. Mhm. Und so seit 4 Monaten, also verstehe ich jetzt so langsam, was manche Frauen dann scheinbar so einmal im Monat durchmachen. Mhm. Aber das ist für mich noch neu irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum sich das dann verändert hat. Also ganz ehrlich sagen, wenn ihr nie Menstruationsprobleme hattet und plötzlich Menstruationsprobleme bekommt, geht zu eurer Ärztin, das kann was Ernsthaftes sein, ja? Also, es kann wirklich sehr ernsthaft sein. Ich kann euch nur empfehlen, wenn das urplötzlich so ist, geht bitte zu eurem Arzt und lasst das checken. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bella. Du willst was verändert haben, dass du seit einem Jahr keine Schmerzen mehr hast. Du wirst irgendwas verändert haben. Mir wird es vielleicht noch nicht mal bewusst sein, dass es damit zu tun hat. Das ist krass. Aber das ist auch schon wieder so multifaktoriell. Ne? Da musst du eigentlich auch überall ran. Ne? Also das kann sich ja als erstes würde ich sagen, geh erstmal die... Ich muss mir kurz noch was zu trinken holen. Ich hab's so los, meine Lieben. Ich mache euch noch mal die 100K in der Zeit und ich bin gleich wieder da.
Ja, ist halt mega entspannt. Mein kleiner Hund. Das stimmt wohl. Sorge, sie leicht komatös. Ja, kannst du sagen, ne? Wollen wir weitermachen? Wir machen jetzt weiter, oder? Gynäkologisch nochmal durchchecken lassen. So gibt es da irgendwelche Gründe für. Es gibt halt, das wird es bestimmt nicht sein, aber es gibt halt auch Erkrankungen, die dazu führen können, dass Ah ja, okay, Menstruationsbeschwerden ja. verstärkt werden. Ne? Also jetzt Ja. nichts Schlimmes, zum Beispiel gutartige, sagen wir mal Tumore, hat immer so einen negativen Wert, aber das ist nichts Schlimmes. Die können das zum Beispiel verstärken. Es können Hormonumstellungen sein. Ne? Je nachdem, wie dein Hormonhaushalt ist, kann das das beeinflussen. Es kann aber auch total auf einer viel höheren Ebene sein. Ne? Ja. Aber auch da würde ich wieder sagen, Wie, also auch Hormone, ja, Hormonumstellung kann viel verursachen tatsächlich. fang halt mit den Basics an und das ist Genau. halt wieder die Message. Ne? Guck mal, dass einfach alles sozusagen total Genau. Sutsche ist, alles super. Und dann guck mal weiter und dann irgendwann Bewegung ist findest du auch das. Und ich bin sehr mir ganz, ganz wichtig sicher, dass du gegen das wieder wegbekommst. Also Menstruation. ganz, ganz sicher. Ich habe jetzt eh bald einen Termin zur Genau. Vorsorge, dann Und werde es ich ist es kein auf jeden Witz. Fall Also es ist machen. wirklich, es gab eine Studie mit einem Sexspielzeug und das wurde getestet. Und die Personen, die Damen, die das gemacht haben, die haben deutlich weniger Menstruationsbeschwerden gehabt währenddessen. Und Bella, es geht ja auch um Sex allgemein, ne? Auch am besten schon davor. Sex allgemein. Ich habe keine Aktien da. Ja. Nächste Folge ist dann Placement von Ice.de. Ja. Ja, Joyce, ich habe es ausprobiert hier. Wenn, Ja. waren die Den das nicht, die schon mal angefragt haben? Riesendildo. Irgendwelche Sextoys haben das schon mal Weiß ich angefragt. nicht. Hm? Ja, ganz früher, Die hätten wir ne? jetzt hier Ja, gebraucht, ne? zu YouTube-Zeiten. Ja. Ja. Ja, cool. Mega. Dann war das doch eine runde Sache jetzt hier, oder? Voll. Sehr Es schön. hat mir Willst sehr du, viel Spaß gemacht. ja, war echt Voll. mega cool. Willst du noch ein bisschen deinen Insta-Kram promoten? Also du bist auf Insta, das Link in der Infobox und Ja. bei TikTok auch? Ja, aber Ach TikTok so. bin ich super klein, weil ich da einfach, TikTok mache ich immer nur so, obwohl ich weiß, dass ich mehr wachsen könnte, ist wieder der Punkt. Ich glaube, das geht halt viel, viel Nicht steht schneller, auf weil Ältere. einfach diese Gesundheitsvideos so im Fokus standen. Mache ich jetzt TikTok ein bisschen mehr, aber gerne. Ja, Ist aber auch da einfach nur dann, mehr als Leben. also ich lade ja auch immer so Ausschnitte hoch, Ja, dann ja. verlinke ich dich auf jeden Fall bei TikTok auch. Ja, Ja. mega. Und genau, und du verbindest da ja auch im Prinzip, ne, Knowledge mit Ja, Humor, und Lockerheit. manchmal ist auch, Ja. man muss auch auch gleich ohne mal Knowledge, ist angucken. auch mehr Macht's Humor. richtig Total. toll, muss ich sagen. Alles Ich in meinem habe auch Kopf. gerade Alles sehr mal gefunden, weil dabei. vorher fand kam. das sehr lustig. Aber es geht mir eigentlich eher darum, so für die Leute, für die Stories. Also, weil ich einfach immer Sachen aus Ich kenne ihn jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger, liebe Bella. Ja. dem Alltag rausnehme. Ich mache jetzt so einen Blogbeitrag für eine medizinische Fachzeitschrift und versuche Weiß nicht, ich liebe dich. das dann halt auch für Menschen runterzubrechen. Also Irgendwie liebe ich beruflich euch mache ich das alle, für die ihr findet das total Fachzeitschrift, aber schlimm. das, dann habe ich mich hier eingearbeitet und das Ganze dann einfach auf verständlich einfach für meine Followerinnen und Follower so runterzubrechen. Weil das macht mir Spaß. So, ich bin halt nicht so technisch versiert, darf ich das hier sagen, weil die meisten Videos, die wir dann haben, sind mit Videografen, die dann gut sind. Und deswegen finde ich Stories einfach geil. Also immer gerne mal in die Stories gucken, wenn ihr was mitnehmen wollt. Genau, also Cool, schaut cool. rein. Ja, cool. Ja. Ich hatte nur mal geguckt, eben in Ja, meinen. was das Internet sagt. Nee, was? Nein, in meinen Notizen für heute. Ich bereite mich nämlich ja immer vor, Chris. Ja, siehst du, und ich habe das Aber gar nicht nötig. wir haben. Nee, du lässt normalerweise mich da immer den roten Faden machen. Richtig. Ich. Nee, wir haben aber nichts übersehen. Wir haben alles. Ja, also übernimmt die Selbstverantwortung, wie immer. Ja, und versucht kleine Schritte zu machen. Ja. Es Keine ist Schritte machen. schwierig und es ist nicht so geil, auch egal was es ist, aber Stückchen für Stückchen. Genau. Und manchmal ist dann 6 Monate echt eine kurze Zeit. Und wenn ihr euch dann nach 6 Monaten seht und seht, wow, mir geht es einfach viel, viel besser, dann ist 6 Monate erstmal viel, aber wenn ihr da seid, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und also es ist tatsächlich auch so, liebe Leute, wenn ihr etwas ändern wollt, also dann sagst du, du brauchst ungefähr 60 Tage, je nachdem, 60 bis 90, das könnt ihr auch immer doch an, wenn du etwas verändern willst, dass der Körper sich daran gewöhnt, beziehungsweise dass du es als Standard und Rhythmus nimmst. Es sei denn, es ist so perfekt bei dir in dein Leben und gehört so perfekt zu dir, dass du es schneller einfach direkt zu dir nimmst. Aber wenn wir wirklich auch alte Gewohnheiten, wie alles, was sehr leicht gefallen ist, wie Schokolade essen, Kaffee trinken. Also das dauert halt, bis wir das dann los sind. Das stimmt, Bella. Das ist nun mal leider so zwischen 35 und 45 sind wir Frauen in der Hormonumstellung wieder. Und da kann ich dir nur empfehlen, liebe Bella, auch da frühzeitig natürlich zum Frauenarzt zu gehen, dich checken zu lassen.
Und ganz wichtig ist, wenn es dir möglich ist, nimm Sachen, die ein wenig dir helfen, nicht so krass abzubauen. Weil du baust halt dann schnell ab und wenn die Hormone ganz weg sind, wird es halt. Dann wird man halt schnell altersfrau, ist nun mal leider so. Ist ja nicht so, dass wir Frauen dann interessanter werden wie Männer. Nein, wir werden einfach älter und vergoren wie eine Traube, wie eine Frosine. Naja, du hast auch, also, aber du willst es. Warum auch immer, aber du willst es. Du kannst es ja auch, ich weiß so, Nils, was mir mal jemand gesagt hat, wie er das Rauchen aufgehört hat. Er hat sich diese Liquids genommen und hat immer angefangen, immer weniger Tabak, also dieses Nikotin da rein zu tun, und hast du auch gehört. Also ist ja immer die Frage, ist das Nikotin oder diese orale Befriedigung? Die orale Befriedigung kannst du dir auch anders holen. Das ist so toll, Bella. Es hören einfach viel zu wenig Leute auf ihren Körper. Das liegt aber auch daran, dass wir viel von der Umwelt von außen bekommen und deswegen uns meist gar nicht mehr spüren können. Wir Männer sind wie ein guter Wein, wird von Jahr zu Jahr besser. Ja, genau richtig, lieber Dr. Poggers. Zumindest bei den meisten ist es so. Ich rauche immer wieder mal. Sehr voll so. Wenn ich nicht immer Halsschmerzen kriegen würde, würde ich wahrscheinlich auch viel mehr rauchen. Und ich glaube, für manche sind gewisse Dinge so weit weg, wenn die sich so einen Berg angucken würden, dann Oh mein ist der Gott, wäre so das hoch. gut. Und wenn man aber immer nur, also wenn man dann die einzelnen Schritte sieht, denkt man, oh, das sind ja voll viele Voll. Schritte zu machen, aber gar nicht da hochgucken, sondern immer nur auf das Ziel des nächsten kleinen Schrittes gucken. Jede Stufe. Ja, Ja. so. Weil dann kommt einem es immer ja relativ leicht vor, weil es dann nicht. Voll. Und es muss Spaß machen, auch das Genau. vielleicht noch. Wenn es euch keinen Genau. Spaß macht, dann wird es nicht Oder langweilig. zumindest ein bisschen Spaß. Also Genau. es darf keine Qual sein. So würde Ja. ich es, glaube ich, eher formulieren. Ja. Dass es jetzt Spaß macht, so wie Joggen gehen oder so, ja, ist jetzt nicht geil. Oder zumindest jetzt, wenn ich aus eigener Erfahrung rede, ist Ja. nicht geil, dass ich sage, oh geil, jetzt gehe ich wieder joggen. Ja. Aber es ist im Prinzip keine Qual und du weißt hinterher, ja, nee, war gut, dass ich es gemacht habe. Ja, So. voll. Manchmal, Und so wenn man den sollte es. Anfang gemacht hat, dann fängt es auch erst Ja, an, genau. Spaß Und zu so sollte machen. es mit den Ja. Sachen auch sein. Weil wenn sie nur eine Qual sind, wenn du dich nur quälst, ich glaube, das ist auch nicht das, dann ist auch irgendwie der falsche Weg. So, Genau, das kannst du auch wieder deswegen. auf. So, ich denke, wir sind hier aber durch mit diesem Thema soweit. Was sagt ihr? Ach Mann, mein Elterkarton. Will einfach nicht. Es ist einfach. Ah, immer mache ich alles kaputt. So, das gebe ich nochmal aus und nochmal an. Ja, da können wir uns gleich nochmal angucken. Also wollt ihr mal den Hausarzt, also wir können uns gerne mal den Hausarzt hier genauer angucken. Ich weiß, schön, deck nochmal neu an. Ah, jetzt will man Ärger. Sehr gut. Was mich genervt hat, war der ständige Gedanke an die Köpfe. Ich liebe halt rauchen, das zu. Ich liebe halt rauchen, das zu.